Wiel Körber, geboren 1924, war 20 Jahre lang Trainer in der ersten holländischen Liga. Während seiner Laufbahn als Coach wurde ihm bewusst, dass er trotz intensiven Studiums des vorhandenen Trainingsmaterials und trotz seiner Erfolge als Trainer, mit Feyenoord Rotterdam wurde er holländischer Meister und holte den UEFA-Pokal, nicht in der Lage war, angriffsstarke Spieler auszubilden, die regelmäßig mit attraktiven Alleingängen oder kollektiven Spielzügen Torchancen herausarbeiten konnten. Bei der Analyse der wenigen Weltklasse-Spieler wurde offensichtlich, dass ihr Können nicht Produkt einer gezielten Ausbildung oder eines besonderen Trainings war. Denn wäre dies der Fall gewesen, hätten zweifellos viele die dabei angewandten Trainingsmethoden übernommen und die Anzahl solcher Spieler wäre logischerweise gestiegen, anstatt gesunken. Nach seiner aktiven Karriere als Coach begann Körber mit der Entwicklung einer Trainingsmethode, die sich ausschließlich an den Qualitäten dieser besten Spieler orientierte. 1983 erschien über dieses Thema sein erstes Buch, Fußballtechnik. Dieses Buch erscheint in 10 verschiedenen Sprachen zusammen mit 2 Videobändern, von denen Sie hier in einigen Ausschnitten sehen, wie sich die Jugend die technischen Geschicklichkeiten der besten Spieler zu eigen macht. Die für die Jugend und die Zukunft des Fußballs entscheidende Grundlage ist, sie so jung wie möglich erfahren und erleben zu lassen, wie wunderbar Fußballspielen ist, wenn man mit dem Ball richtig umgehen kann. Denn alle Spitzenspieler hatten ohne Ausnahme dank ihres großen Talents im Alter von 5, 6 oder 7 Jahren die Möglichkeit, viel mit dem Ball zu fummeln. Erfolgserlebnis und Glücksgefühl motivierten hierbei die jungen Burschen zu immer mehr Initiative mit dem Ball. Somit war unbewusst die unentbehrliche Voraussetzung geschaffen für optimale Spielfreude und für eine technische und kreative Entwicklung hin zum angriffsstarken Fußballspieler. Mehr als 99% der Jugendlichen, die nur mit wenig Talent gesegnet waren, hatten leider keine Gelegenheit, mit dem Ball herumzufummeln. Sie haben dies in den wenigen Minuten Ballkontakt im Vereinstraining auch nie lernen können, zumal Spielfelder für die Kleinsten nur sehr beschränkt zur Verfügung stehen. Falsch ist selbstverständlich auch, dass die Kleinsten 11 gegen 11 spielen müssen, ohne gelernt zu haben, den Ball ohne Gegner zu beherrschen. Der Spieler ohne Ball, der nicht fummeln kann, tut alles Mögliche, um den Spieler am Ball auszuschalten. Wenn man zudem noch bedenkt, dass es für diese Wettspiele der Kleinsten auch noch Tabellen gibt, wodurch das Siegen für die Jugendausbilder wichtiger ist als die technische, kreative Entwicklung ihrer Schützlinge, ist es ganz logisch, dass die enorm wichtigen Anfangsjahre in technischer und kreativer Hinsicht für die Untalentierten verlorene Jahre sind. So selbstverständlich es ist, dass man in der Schule ohne Lesen und Schreiben nicht weiter studieren kann, so selbstverständlich ist es, dass man ohne Ballgefühl und Ballkontrolle nicht fummeln kann. Ohne Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit ist kein effektives Training mit dem Ball möglich. Deshalb steht alles im Zeichen des Erfolges am Ball. Je besser am Ball, je mehr Spaß und Freude beim Üben und Begeisterung und Hingabe am Fummeln mit dem Ball, je mehr wollen die Kinder jeden Tag Fußball spielen. Durch ständiges Ergreifen der Initiative beim Spiel mit dem Ball, wo immer es möglich ist, wächst auch ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstständigkeit. Ohne jeden Zweifel führt der Weg zur optimalen Spielfreude und Begeisterung ausschließlich über den Erfolg beim Fummeln mit dem Ball. Hierdurch wird aber nicht nur die unentbehrliche Grundlage geschaffen für ihre Weiterentwicklung als technisch qualifizierte und kreative Fußballspieler. Durch den Erfolg in etwas, was sie lieben, werden in diesen enorm wichtigen Anfangsjahren positive Qualitäten gefördert, die lebenswichtig sind für ihre ganze Persönlichkeitsentwicklung. Auch dieser Kleine zeigt hier mit spektakulären Einlagen, wozu die Jugend mit Begeisterung, Mut und Tatkraft in der Lage ist, wenn ihnen so jung wie möglich alle Voraussetzungen geboten werden, die technischen Fähigkeiten der besten Spieler zu erlernen. Dabei spielt vor allem bei den weniger Talentierten das selbstständige Üben eine große Rolle. Der Trainer stimuliert und überzeugt die Kleinen, dass sie nur viel und gut fummeln können, wenn sie, wie die zwei Burschen hier, selbstständig mit dem Ball üben. Dafür sind die vielen und vielseitigen Bewegungen mit dem Ball sehr geeignet. Man kann den Schwierigkeitsgrad fortwährend an die technische Entwicklung der Spieler anpassen und benötigt dazu, wie Sie hier sehen, nur wenig Raum zum Üben. In dieser ungemein wichtigen Anfangsphase widmet der Trainer jedem Einzelnen viel Aufmerksamkeit und Zeit. Er begeistert und überzeugt so lange, bis selbstständiges Üben ganz selbstverständlich wird. Je besser am Ball, desto weniger Mühe hat der Trainer, sie zu überzeugen, sich Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit auch durch selbstständiges Üben zu erwerben.
Sie lernen schneller und besser, sich durch Fummeln am Ball zu behaupten und durchzusetzen. Nach und nach bekam Will Curvers Methode konkrete Formen. 1987 erschien sein zweites Buch Scoring zusammen mit den vier Videobändern 1, 2, 3, Treffer. Auch von diesen Bändern sehen Sie hier in einigen Ausschnitten, wie die Jugendlichen die technischen Fertigkeiten der besten Spieler üben. Inspiriert vom Interesse aus aller Welt, aber vor allem durch die positive Einstellung, schnelle, technische und kreative Entwicklung der Jugendlichen, hat er seine Methode so gut wie möglich weiterentwickelt und auf vier Videobändern von je 2 Stunden festgelegt. Nach dieser kurzen Übersicht der Videos 1, 2, 3, Treffer demonstrieren 16 6- bis 9-Jährige in 22 Trainingslektionen, wie ein jeder durch Erwerben von Ballgefühl und Geschicklichkeit in vielen kleinen Spielformen lernt, mit dem Ball zu fummeln. Die 6- bis 9-Jährigen, die das Basistraining demonstrieren, stammen aus einem Land, wo unter 14 Jahren kein Liga-Fußball existiert und wo auch in der Schule wenig Fußball gespielt wird. Manche von ihnen hatten vorher kaum einen Ball berührt und waren nur mit durchschnittlichem Talent gesegnet. Diese schwierigen Bedingungen waren eine besondere Herausforderung, den Erfolg der Methode zu beweisen. Mit viel Geduld, Begeisterung und ganzer Überzeugungskraft gelang es, den Kleinen durch zahllose spielerische Ballkontakte über die schwierige Anfangsphase hinwegzuhelfen. Als sie nach und nach Fortschritte am Ball machten, wurde vieles einfacher, weil Erfolg am Ball die allerbeste Motivationsquelle ist, um am liebsten jeden Tag Fußball zu spielen. Das Hauptlernziel während des Basistrainings ist, zu lernen, so gut wie möglich mit dem Ball zu fummeln. Neben optimaler Spielfreude wird hierdurch zugleich die unentbehrliche Grundlage geschaffen, um attraktive, angriffsstarke Spieler auszubilden. Denn auch für alle Topspieler war das Herumtricksen mit dem Ball die unentbehrliche Grundlage für ihre weitere Entwicklung zum Weltklassespieler. Den Jugendlichen so früh wie möglich das Fummeln mit dem Ball beizubringen und sie gezielt zu attraktiven, angriffsstarken Fußballspielern zu entwickeln, ist ohne Zweifel die einzige Lösung, den Fußball in Zukunft wieder für die Jugend und die Zuschauer begeisterungsfähig zu machen. Nach dem Basistraining demonstrieren 16, 9- bis 12-Jährige auf den nächsten 2 Videobändern in 48 Trainingslektionen das Aufbautraining. Das Hauptlernziel ist hier die optimale Fußballtechnik sowie sich behaupten und durchsetzen in vielen kleinen und größeren Parteispielen. Wenn man das Basistraining durchlaufen hat, ist es wirklich ein Genuss zu sehen, wie sich die 9- bis 12-Jährigen mit ihrer Begeisterung, mit großer Fantasie und Vorstellungskraft durch regelmäßiges und effektives Training technisch und kreativ weiterentwickeln, wodurch sie noch vor der Pubertät zu technisch versierten, exzellenten Fummlern mit dem Ball herangereift sind. Auch während des Aufbautrainings steht eine optimale, individuelle Ausbildung im Vordergrund. Je besser die Ausbildung jedes Einzelnen, desto größer die Möglichkeit, später die Mannschaft aktiv zu unterstützen. Auch alle Topspieler können dies nur dank ihrer zum größten Teil angeborenen individuellen Qualitäten. Die 9- bis 12-Jährigen zeigen während des Aufbautrainings, dass diese Altersperiode sehr geeignet ist, optimale Fußballtechnik zu erlernen und sich dadurch zu kreativen Fußballspielern zu entwickeln. Alle technischen Fertigkeiten und Tricks der besten Spieler werden optimal und wirkungsvoll trainiert, bis sie perfekt beherrscht werden. Viele kleine und größere Spielformen bieten die Möglichkeit, sich technisch und fantasievoll auszutoben und zu entfalten. Auf dem letzten Videoband demonstrieren 13- bis 17-Jährige in 24 Trainingslektionen das Wettkampftraining. Glücklicherweise sind Kondition und athletisch-taktische Aspekte in den letzten Jahren fast optimal entwickelt worden und in der höchsten Spielklasse kaum noch zu verbessern. Technisch dagegen wird kaum besser trainiert als vor 25 Jahren. Soweit bekannt, hat noch nie ein Fußballspieler müde den Trainingsplatz verlassen, weil er viele Dutzend Male einen Gegner umspielt hat. Die Tatsache, dass selbst in der höchsten Spielklasse fast keiner mit dem Ball am Fuß am Gegenspieler vorbeikommt, zeigt ganz klar, dass die wichtigsten Angriffstechniken nicht oder nur unzureichend trainiert werden. So wird zwangsläufig die Torausbeute und damit die Attraktivität des Fußballs geringer. Deshalb ist das Hauptlernziel in den 10 bis 12 Jahren bis zum Wechsel in den Seniorenbereich, den Jugendlichen so viel wie möglich offensive Qualitäten beizubringen, um wie die besten Spieler mit attraktiven Alleingängen und schnellen Kombinationen Torchancen herauszuspielen. Denn nur mit optimalen Angriffstechniken wird der Fußball wie nie zuvor die Massen anlocken und begeistern.
Auch die Rückkehr des Straßenfußballs aus vergangenen Zeiten würde niemals ausreichen, um die Qualität und die Attraktivität des Fußballs zu erhöhen. Die Ursache dafür liegt darin, dass heutzutage von Spielern, wenn sie in Ballbesitz sind, weit mehr offensive Qualitäten verlangt werden als früher. Damals gab es noch keine so massive, physisch starke Mauer von Verteidigern am Rande des 16-Meter-Raums. Die Tatsache, dass nur einzelne Spieler in der Lage sind, regelmäßig mit attraktiven, individuellen und kollektiven Spielzügen Torchancen zu kreieren, zeigt, dass diese Fähigkeiten nur zu erwerben sind, wenn die Jugend von Anfang an bis zum Übergang zu den Senioren konsequent dieses Ziel anstrebt. Damit man so schnell und so jung wie möglich Ballgefühl entwickelt und lernt, hat der Trainer 4 Übungsformen zur Verfügung. Hier üben die 6- bis 8-Jährigen die ersten Formen. Es sind einfache Bewegungen mit dem Ball, die sowohl im Stand, in der Bewegung, als auch mit einigen Ballkontakten zwischendurch geübt werden können. Hier rollen sie den Ball vor dem Körper hin und her und stoppen ihn mit der Innen- und Außenseite desselben Fußes ab. Jetzt sind sie dabei, den Ball mit der Fußsohle unter den Körper zurückzuholen und mit dem Vollspann oder mit dem Außenriss wieder vorwärts zu spielen. Daraufhin üben sie dieselbe Bewegung abwechselnd mit dem linken und dem rechten Fuß. Zweifelsohne sollen die Ballübungen bei diesen Kleinen in spielerischer Weise stattfinden und es darf von ihnen keine Perfektion verlangt werden. Abwechselnd links und rechts mit der Innenseite des Fußes seitwärts über den Ball treten und ihn jedes Mal mit der Außenseite des Fußes zurückholen. Das Zurückholen des Balles soll erstmal mit der Fußsohle geschehen. Wenn sich ihr Ballgefühl durch die vielen Ballkontakte besser entwickelt hat, soll es mit der Außenseite des Fußes probiert werden. Hier sind sie dabei, abwechselnd links und rechts mit der ganzen Fußsohle den Ball zu rollen, um ihn dann immer wieder mit dem vorderen Teil der Fußsohle zurückzuholen. Bei allen Übungen ist das Standbein leicht im Kniegelenk gebeugt, sonst rollt der Ball weg, bevor er zurückgeholt werden kann. Links und rechts abwechselnd mit dem Vollspann den Ball zur Seite rollen und ihn mit der Fußsohle zurückholen. Je besser das Ballgefühl entwickelt ist, desto weiter lassen Sie den Ball seitwärts rollen, bevor Sie ihn zurückholen. Den Ball abwechselnd links und rechts mit der Fußsohle kurz zur Seite rollen und ihn mit der Innenseite desselben Fußes vor den Körper zurückholen. Hier zeigt sich deutlich, wie jeder seine Handlungsschnelligkeit der technischen Ausführung anpasst. Je besser die technische Ausführung, umso schneller die Bewegung. Abwechselnd links und rechts den Ball von der seitlichen Position zurückholen und mit der Innenseite in die entgegengesetzte Richtung spielen. Weil sie noch nie so etwas mit ihren Füßen gemacht haben, ermutigt der Trainer vor allem diejenigen, die weniger schnell Fortschritte machen, damit auch sie allmählich mehr Spaß an den Übungen bekommen. Wenn man etwas nicht gut kann, macht man es auch nicht gerne, denn vielen weniger Talentierten über diese schwierige Anfangsphase hinwegzuhelfen, ist für den Trainer die schwierigste und zugleich wichtigste Aufgabe. Jetzt rollen Sie den Ball abwechselnd links und rechts mit der Außenseite des Fußes vor dem Körper entlang und stoppen ihn mit der Innenseite desselben Fußes. Wenn Sie durch die vielen Ballkontakte Erfolgserlebnisse haben, geht alles viel leichter und schneller. Zur Abwechslung und auch weil Sie sich in diesem Alter noch nicht so lange auf eine Sache konzentrieren können, sollen diese einfachen Bewegungen mit dem Ball alle 10 bis 15 Minuten mit Schusstechnik oder kleinen Spielformen abgewechselt werden. Hier spielen sie 2 gegen 2, wobei ein Spieler jeden Teams abwechselnd ins Tor geht. Sie spielen nur 2 gegen 2, damit sie viele Ballkontakte und viel Raum zum Manövrieren mit dem Ball haben. Die einzige Aufgabe ist es, so viel wie möglich zu fummeln und so wenig wie möglich das Dribbling der Gegenspieler zu stören.
In dieser Lektion üben Sie in Zweiergruppen diese einfachen Bewegungen in ruhigem Tempo in einem großen Dreieck oder Quadrat. Mit der Innenseite des Fußes rollen Sie den Ball vor dem Körper entlang und stoppen ihn dann jedes Mal mit der Innenseite des anderen Fußes. Dieselbe Bewegung abwechselnd mit der Innenseite des rechten und des linken Fußes seitwärts vor dem Körper rollen. Wichtig hierbei ist es, dass der Ball mit der Innenseite des rechten und linken Fußes nicht mit der Fußsohle gerollt wird. All diese Bewegungen können natürlich auch in der Länge und der Breite des Spielfeldes geübt werden. Langsam dribbelnd den Ball links und rechts mit dem Vollspann abrollen und ihn dann immer wieder mit dem vorderen Teil der Fußsohle abstoppen. Das regelmäßige Üben dieser einfachen Bewegungen ist die einzige Möglichkeit, in der Anfangsphase Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit zu erwerben, was ja die Bedingung ist, um richtig fummeln zu lernen. In der Bewegung links und rechts den Ball mit der Fußsohle unter den Körper zurückholen und mit dem Vollspann oder dem Außenriss wieder vorwärts spielen. Dieselbe Bewegung üben Sie jetzt mit einem Fuß. Die Anzahl und die Vielzahl der Bewegungen sind sehr geeignet, um sie zu Hause selbstständig zu üben. Je mehr Erfolg am Ball, umso weniger braucht der Trainer Sie zu stimulieren. Abwechseln, links und rechts, seitwärts über den Ball rollen und ihn mit der Fußsohle zurückholen. Wenn Ihr Ballgefühl stärker entwickelt worden ist, holen Sie den Ball immer öfter mit der Außenseite des Fußes zurück. Jetzt rollen Sie abwechselnd links und rechts den Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle seitwärts vor dem Körper. Dabei wird der Fuß, der die Bewegung ausführt, nach vorn gestellt. Auch hier bestimmt jeder die Schnelligkeit der Übung seiner technischen Entwicklung entsprechend. In einem ruhigen Tempo den Ball abwechselnd links und rechts mit dem Vollspann seitwärts rollen und mit der Fußsohle zurückholen. Wenn man diese Bewegungen in der Länge oder in der Breite des Spielfeldes hin und her übt, bedeutet dies viele Dutzend Male gezielte Ballkontakte. Spielend geübt entwickelt jeder in dieser schwierigen Anfangsphase sein Ballgefühl und seine Ballgeschicklichkeit ganz gehörig. Auch das Üben der Schusstechnik mit oder ohne kleine Tore ist eine der vier Übungsformen beim Basistraining, die vom Trainer optimal benutzt werden, damit die Spieler zusammen mit dem Erwerben einer perfekten Schusstechnik auch das Ballgefühl und die Ballgeschicklichkeit weiterentwickeln. Eine hervorragende Schusstechnik ist vor allem eine Frage des Ballgefühls. Alle Weltklasse-Spieler zeigen dies perfekt, indem sie den Ball ohne Mühe dorthin bringen, wo sie ihn hinhaben möchten. Je mehr Ballgefühl, umso schneller erwirbt man eine gute Schusstechnik. Die Jugendlichen sind fortwährend beschäftigt, nichts macht ihnen mehr Spaß, als dass sie nach einem Dribbling den Ball ins Tor schießen können, wobei die technische Ausführung immer wichtiger wird. Mit vier Gruppen von je zwei, drei oder vier Spielern können diese Tore in jeder möglichen Situation ausgezeichnet benutzt werden, während die Bälle in Reichweite sind. Es ist unglaublich zu sehen, wie schnell diese Knirpse hier dabei sind, mit dem erworbenen Ballgefühl und dem Spaß am Üben ihre Schusstechnik zu entwickeln. Spaß am Üben und Spielfreude bei den vielen kleinen Parteispielen soll das alles überragende Trainingsziel sein, vor allem in der Anfangsphase. In dieser Lektion entwickeln Sie Ihr Ballgefühl und Ihre Ballgeschicklichkeit. Abwechselnd werden jetzt die eben gezeigten Bewegungen mit beiden Füßen geübt, indem der Ball hin und her gespielt wird.
In einer Kreisaufstellung verbessern Sie hierbei durch konstante Berührung des Balles mit dem vorderen Teil der linken und rechten Innenseite des Fußes mit leichten und geschmeidigen Ballkontakten Ihr Ballgefühl und die Geschicklichkeit am Ball. Jetzt wechseln Sie die Richtung, nachdem Sie den Ball mit der Fußsohle abgestoppt haben. Ihn nach einer schnellen Drehung um die eigene Achse und zweimaligem Hin- und Herspielen mit der Innenseite des Fußes in die entgegengesetzte Richtung mitnehmen. Jetzt üben Sie das Abstoppen des Balles schnell in die entgegengesetzte Richtung mitnehmen mit mehreren leichten Ballkontakten vom einen auf den anderen Fuß. Je besser das Ballgefühl und die Ballgeschicklichkeit entwickelt worden sind, umso schneller und geschmeidiger können alle Bewegungen ausgeführt werden. Zweifellos wird dies den Spaß an der Übung dieser attraktiven Bewegungen vergrößern. Hier ändern Sie jedes Mal die Richtung durch einen Übersteiger, wobei Sie den Ball nach einer schnellen Drehung mit der Innenseite des Fußes und einigen Ballberührungen in die entgegengesetzte Richtung mitnehmen und den Übersteiger wiederholen. Jetzt entwickeln Sie Ihr Ballgefühl durch einen Übersteiger, eine schnelle Drehung und zwei geschmeidige Ballberührungen von einem auf den anderen Fuß. Jetzt ändern Sie jedes Mal die Richtung, indem Sie den Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle in die entgegengesetzte Richtung spielen und dabei selber mitdrehen. Dann berühren Sie den Ball einige Male und wiederholen die Drehung. Wenn man diese attraktive Übung viele Dutzend Male übt, werden nicht nur das Ballgefühl und die Ballgeschicklichkeit, sondern auch die Beweglichkeit im Knöchel- und Hüftgelenk weiterentwickelt. Hier ändern Sie die Richtung, indem Sie den Ball mit der Fußsohle zurückholen und mit der Innenseite desselben Fußes in die entgegengesetzte Richtung wieder mitnehmen. Anstatt dass Sie das Knöchel- und Hüftgelenk völlig nach innen drehen, wie bei der vorigen Übung, wird hier das Knöchel- und Hüftgelenk völlig nach außen gedreht, damit Sie die Bewegung so gut wie möglich ausführen können. Dies ist ein deutlicher Beweis dafür, dass sich nicht nur das Ballgefühl, sondern auch die Beweglichkeit im Knöchel- und Hüftgelenk immer besser entwickelt. Nach dem Abstoppen den Ball mit der Fußsohle unter dem Körper zurückholen und mit dem Vollspann oder mit dem Außenriss wieder vorwärts spielen. Jeder bestimmt selber, wie schnell er diese Übungen ausführt. Den Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle unter dem Körper hindurch zurückdrehen und durch eine schnelle Drehung mit der Fußsohle des anderen Fußes übernehmen. Einige Ballberührungen in die andere Richtung und danach die Übung wiederholen. Hier spielen Sie 2 gegen 2, während zwei Spieler von jedem Team der Reihe nach die zwei Tore verteidigen. Oben spielen Sie 2 gegen 2, wobei ein Spieler von jedem Team ein Tor verteidigt. An der anderen Seite müssen Sie den Ball über eine Linie zwischen zwei Markierungen dribbeln. Fummeln lernen ist hier die Aufgabe. Das Erobern des Balles erfolgt mit so wenig wie möglich Kraftaufwand. In dieser Lektion werden die Bewegungen abwechselnd mit leichten und geschmeidigen Ballkontakten in einem kleinen Dreieck geübt. Hier wird der Ball in der Ecke jedes Mal mit der Fußsohle zurückgeholt und mit der Innenseite desselben Fußes mittels einiger leichtfüßiger Ballkontakte in die nächste Ecke mitgenommen. Natürlich können alle Übungen auch in einem Viereck oder im Zickzack über die Länge oder Breite des Spielfeldes geübt werden.
Jetzt ändern Sie jedes Mal die Richtung, indem Sie den Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle unter dem Körper zurückdrehen und ihn dann durch einige geschmeidige Ballberührungen mit dem vorderen Teil der Innenseite des Fußes in die andere Ecke mitnehmen. Da man nirgendwo sieht, wie die Jugendlichen individuell mit einem oder mehreren Spielkameraden diese attraktiven Bewegungen üben, ist nicht etwa, weil die Jugendlichen zu faul oder zu schlapp sind, sondern weil sie diese Bewegungen nicht in ihrem Club lernen. So wissen sie nicht, wie sie es machen sollen. Bei Übung Nummer 3 wird der Ball mit der Fußsohle unter dem Körper gestoppt und nach einer schnellen Drehung mittels einiger geschmeidiger Ballberührungen zur nächsten Ecke mitgenommen. Schon jetzt wird klar, dass bei diesen kleinen durch die Anzahl und die Variationen der Bewegungen und die zahllosen geschmeidigen Ballberührungen das Ballgefühl in beiden Beinen schon gehörig entwickelt worden ist. Bei den wenigen Ballkontakten während Ihres Clubtrainings, das ja nur ein- oder zweimal pro Woche stattfindet, würde Ihnen das nie gelingen. Den Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle kurz zurückdrehen, mittels einer schnellen Drehung mit der Sohle des anderen Fußes übernehmen und dann durch einige Ballberührungen zur nächsten Ecke mitnehmen. Bei der Ausübung dieser attraktiven Bewegungen erhalten Sie nicht nur viel Spaß und Genugtuung, sondern auch Ihr Selbstvertrauen am Ball steigt regelmäßig. Jetzt ändern Sie die Richtung durch einen Übersteiger von außen nach innen über den Ball, wobei Sie sich fast um die eigene Achse drehen müssen, damit Sie den Ball mit der Innenseite des anderen Fußes zur nächsten Ecke mitnehmen können. Hierbei wird neben der Beweglichkeit des Knöchel- und Hüftgelenks auch die Beweglichkeit und die Elastizität der Wirbelsäule entwickelt. Auch bei dieser Aufstellung der vier tragbaren Tore kann man mit vier Gruppen von je zwei, drei oder vier jungen Spielern effektiv üben. Die Bälle liegen jedes Mal spielbereit. Bei den meisten Übungen, wie es hier auch der Fall ist, braucht jede Gruppe nur ein oder zwei Bälle. Obwohl die Tore sehr klein sind, wird der Ball nur selten über oder neben das Tor geschossen. Nicht nur für eine schnelle Entwicklung der Schuss- und Balltechnik bei den kleinen Spielchen dürfen vier solcher kleinen Tore bei keinem einzigen Training fehlen. Einige Rohre eines Drahtzauns, ein Vater oder ein Mitglied des Clubs, der sie aneinander schweißt, ein kleines Netz dran und die Jugend kann sich von ganzem Herzen austoben und sich schon auf das nächste Training freuen. Man geht hier völlig auf das Bedürfnis der Jugend ein. Die hat nämlich heute genauso viel Enthusiasmus, Spieltrieb und Tatendrang, um Sport zu treiben, wie früher. Durch Erfolgserlebnisse werden diese positiven Qualitäten immer weiter entwickelt. Selbstverständlich steht deshalb in der Anfangsphase die Arbeit am Ball im Mittelpunkt. Die regelmäßige, spielerische und gezielte Wiederholung der vielen und vielseitigen Bewegungen mit dem Ball sind eine absolute Garantie dafür, dass die Kinder immer öfter Erfolgserlebnisse am Ball empfinden. Deshalb wird die Spielfreude und der Fleiß, um auch selbstständig außerhalb des Clubtrainings zu üben, immer größer. Dadurch wächst allmählich auch ihre Selbstständigkeit, ihr Durchsetzungsvermögen und ihr Selbstvertrauen. Ein klarer Beweis dafür, dass der Erfolg am Ball auf viele positive Qualitäten, die lebenswichtig sind für ihre ganze Persönlichkeitsentwicklung, Einfluss hat. Hier üben Sie auch schon erfolgreich eine Bewegung, um am Gegner vorbeizugehen, wonach Sie den Ball einem anderen Spieler übergeben oder ins Tor schießen. Damit das Ballgefühl, die Ballgeschicklichkeit und die Initiative am Ball weiterentwickelt werden, üben die Jugendlichen in dieser Lektion spieleigene Bewegungen, die sie während der vielen kleinen Spielformen beim Abschirmen, Freispielen und Mitnehmen des Balles in die entgegengesetzte Richtung nach und nach lernen und benutzen, um sich zu behaupten und durchzusetzen.
Nach dem Abstoppen des Balles mit der Fußsohle nehmen Sie ihn jedes Mal mittels einer schnellen Drehung in die andere Richtung mit. Beim Kappen des Balles mit der Innen- und der Außenseite des Fußes, was Sie jetzt üben, ist das Tempo der Ausführung nicht so hoch, weil diese wichtigen Bewegungen schwieriger zu lernen sind als das Abstoppen des Balles mit der Fußsohle. Hier kappen Sie mit der Innenseite des Fußes den Ball hinter das Standbein entlang zurück und nehmen ihn in die entgegengesetzte Richtung mit. Obwohl beim Basistraining keine Perfektion verlangt wird, ist deutlich zu erkennen, dass durch die vielen Wiederholungen die Bewegungen immer besser ausgeführt werden. Die Gruppe dreht den Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle unter dem Körper hindurch zurück und nimmt ihn jedes Mal mit einem kurzen, schnellen Dribbling mit in die entgegengesetzte Richtung. Das gemeinsame Ausführen dieser Übungen in einer bestimmten Aufstellung gibt einen Extra-Reiz, um die Bewegungen so gut wie möglich auszuführen. Weil Sie einige dieser Bewegungen wie das Zurückholen des Balles mit der Fußsohle und das Mitnehmen mit der Innenseite desselben Fußes zusammen mit dem leichten und geschmeidigen Fußwerk geübt haben, spüren Sie immer weniger Mühe, die Bewegungen gut auszuführen. Auch den Übersteiger von außen nach innen über den Ball und dann mit der Innenseite des anderen Fußes in entgegengesetzte Richtung mitnehmen, ist eine der Bewegungen, welche Sie während der kleinen Parteispiele beim Wechseln der Richtung, beim Abschirmen oder beim Freispielen des Balles anzuwenden lernen. Mit drei Zweiergruppen in einer Dreiecksaufstellung üben Sie nacheinander einige Male hin und zurück dieselben Bewegungen mit dem Ball, die Sie zuvor in einer Kreisaufstellung geübt haben. Die Handlungsschnelligkeit des An- und Mitnehmen des Balles und die Ausführung der Bewegung bestimmen Sie anhand Ihrer technischen Entwicklung selber. Immer wird das individuelle Lerntempo berücksichtigt und vor allem diejenigen, die nicht so schnell lernen, bekommen die meiste Aufmerksamkeit, damit der Rückstand zu den mehr Talentierten nicht zu groß wird. Weil Sie durch kleine Dialoge mit Ihrem Trainer wissen, dass diese Bewegungen mit dem Ball auch für die Weltklasse-Spieler unentbehrlich sind, um sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen, entwickelt sich durch das Üben dieser Fertigkeiten mit dem Ball langsam ein positiver Wettbewerb, bei dem der eine den anderen beim Fummeln mit dem Ball während der kleinen Spielformen zu übertreffen versucht. Ohne Zweifel werden Sie durch den Erfolg am Ball auch immer öfter mit Kameraden aus der eigenen Nachbarschaft Fußball spielen. In derselben Aufstellung dribbeln drei Spieler mit dem Ball zum nächsten Spieler, stoppen den Ball mit der Fußsohle ab und spielen ihn nach einer schnellen Drehung zurück. Das Abstoppen des Balles mit der Fußsohle ist am einfachsten zu lernen und deshalb die gebräuchlichste Bewegung, mit der die Kinder in die entgegengesetzte Richtung wechseln. Durch die Anzahl und Vielseitigkeit der Übungen und Bewegungen mit dem Ball kann immer abwechselnd und in vielen Variationen geübt werden. Damit entwickelt sich nicht nur das Ballgefühl und die Geschicklichkeit am Ball, sondern es erhöht sich auch das Interesse und der Spaß am Üben. Außerdem zeigen sich schneller Fortschritte. Hier lernen Sie schon, indem Sie eine Bewegung im richtigen Moment ausführen, den Ball für den Gegner, der von der Seite aus angreift, unerreichbar zu machen. Das langsame Erhöhen des Schwierigkeitsgrades beim Üben und das Einführen eines mehr oder weniger passiven Gegners gibt immer wieder extra Impulse, um die Techniken mit dem Ball so gut wie möglich auszuführen. Wobei neben immer mehr Spaß am Üben auch das Selbstvertrauen und der Glaube an das eigene Können wächst. Und Selbstvertrauen am Ball brauchen Sie, um immer da, wo es möglich ist, ohne Furcht bei Mannschaftsspielen die Initiative zu ergreifen. Nach den Übungen der Wettspiel-typischen Bewegungen mit dem Ball, welche beim Abschirmen und Freispielen des Balles und beim Mitnehmen in die entgegengesetzte Richtung unentbehrlich sind,
üben Sie in dieser Lektion die wettspieleigenen Bewegungen mit dem Ball, die man beim Abschirmen, Freispielen und Mitnehmen des Balles in die seitliche Richtung braucht. Erst üben Sie die hierfür gebräuchlichste Bewegung, das Kappen mit der Innen- und Außenseite des Fußes. Und jetzt das Wegdrehen mit der Innen- und Außenseite des Fußes. Auch bei diesen erfolgreichen Bewegungen mit dem Ball wird die Beweglichkeit in den für den Fußballer wichtigsten Gelenken, dem Knöchel- und Hüftgelenk, immer besser entwickelt. Der Ball wird langsam aber sicher der beste Koordinationstrainer. Hier üben die Kleinen das Zurückholen des Balles mit der Fußsohle, abwechselnd mit Wegdrehen vom Ball, vor dem Körper und Mitnehmen in die andere Richtung. Jetzt wird der Ball unter dem Körper hindurch mit der Fußsohle in die andere Richtung gespielt und danach hinter das Standbein entlang mit der Fußsohle in die ursprüngliche Richtung mitgenommen. Es ist erstaunlich, wie diese jungen Spieler schon jetzt durch das viele und vielseitige Üben mit dem Ball ihr Ballgefühl und ihre Ballgeschicklichkeit entwickelt haben. Die letzte Bewegung ist der Übersteiger, der nicht nur beim Abschirmen, Freispielen und beim Mitnehmen des Balles in die entgegengesetzte Richtung benutzt werden kann, sondern auch nach dem Überschritt in die seitliche Richtung. Zugleich wird auch diese Übung die Beweglichkeit und die Elastizität der Wirbelsäule entwickeln. Alle Bewegungen, die vorher in Zickzackform geübt worden sind, können auch in Dreiecken geübt werden. Die Bewegungen, bei denen der Ball seitwärts nach links mitgenommen wird, werden links herum geübt, während die Bewegungen nach rechts rechts herum geübt werden. Nach dem Abdrehen mit der Innen- und Außenseite des Fußes üben Sie das Zurückholen des Balles mit der Fußsohle und das Zurückholen des Balles unter dem Körper mit dem vorderen Teil der Fußsohle. Auch in dieser Aufstellung mit vier Zweiergruppen können all diese Bewegungen links und rechts herum geübt werden. Vor allem die Bewegungen zur Mitte des Vierecks ergeben einen zusätzlichen Reiz, die Bewegungen so gut wie möglich und synchron auszuführen. Der Spieler im gelben Trikot ist übrigens einer der Spieler, der später bei den 9- bis 12-Jährigen das Aufbautraining demonstriert. Wenn der Trainer die Übung noch nicht beherrscht, kann, wie es hier gemacht wird, ein älterer Jugendspieler eingesetzt werden, der dann stolz die Aufgabe des Trainers übernimmt und den Kleinen hilft, die Übungen so gut wie möglich auszuführen. Das ist zugleich gut für das Selbstvertrauen. In derselben Aufstellung übt jetzt jede Zweiergruppe einzeln in einem der vier Dreiecke. Auch hier werden die Bewegungen links und rechts herum geübt. Es tut einem sehr gut, vor allem die kleinen Spieler zu beobachten, die am Anfang Mühe hatten, das Niveau der besser Talentierten zu erreichen. Sie wurden jedoch vom Trainer stimuliert und angefeuert, die Übungen immer zu wiederholen, vor allem außerhalb des Gruppentrainings. Jetzt haben sie den meisten Spaß und die größte Genugtuung beim Üben dieser Bewegungen. Das selbstständige Üben ist bei ihnen jetzt schon zu einer festen Gewohnheit geworden. Es ist für einen Trainer, der diese Methode beherrscht, sehr viel einfacher, in diesem Alter positive Gewohnheiten zu entwickeln, als ihnen später negative Gewohnheiten abzugewöhnen. In dieser und in den folgenden 11 Lektionen werden bei A in Gruppen von 3, 4, 6 und 8 Spielern die Bewegungen mit dem Ball vielseitig geübt, während bei B ebenfalls in Gruppen von 3, 4, 6 und 8 Spielern vor
vor allem die Pass- und Schusstechnik geübt wird. Wie hier in einem kleinen Dreieck üben sie in dieser Lektion die Fertigkeiten am Ball in Dreiergruppen, wobei jeder selbst die Handlungsschnelligkeit bestimmt. Auch diese Bilder zeigen, dass die Techniken am Ball, mit denen sich die besten Spieler am Ball behaupten und durchsetzen, ab 6 Jahre so spielerisch wie möglich geübt werden müssen, sodass auch die weniger Talentierten nach und nach lernen, sich in den vielen kleinen Spielformen fummelnd am Ball zu behaupten und durchzusetzen. Wenn das der Fall ist, geht ihre Weiterentwicklung als technischer und kreativer Fußballspieler fast von selbst. Denn wer mit dem Ball fummeln kann, will am liebsten jeden Tag Fußball spielen, um sich am Ball auszutoben und zu entfalten. Bei dieser Übung schirmen Sie den Ball jedes Mal im richtigen Moment ab und kehren zur Ausgangsposition zurück. Auch hier sieht man, wie schnell Kinder in diesem Alter Fortschritte machen, wenn man ihnen so spielerisch und abwechslungsreich wie möglich alle Gelegenheiten dafür bietet. Bei dieser Übung schirmen Sie den Ball 2-mal ab und stoppen jedes Mal in der freien Ecke. Die schnelle Entwicklung dieser Knirpse wird zweifellos auch gefördert, weil sie bei diesen attraktiven Übungen fortwährend und abwechslungsreich beschäftigt sind. Auch hier üben sie abwechselnd das An- und Mitnehmen des Balles, die Passtechnik und das Abschirmen des Balles vor einem von der Seite kommenden Gegner im richtigen Moment. Selbstverständlich ist der Gegner auch hier mehr Partner als Gegner. Die Bewegungen mit dem Ball müssen natürlich erst individuell oder mit einem wenig aktiven Gegner geübt werden. Eine optimale, vielseitige Ballschule und die vielen kleinen Spielformen stimulieren und fördern die Kinder ohne Furcht, da wo es möglich ist, mit dem Ball zu fummeln. Wobei der Gegner die Fummelei auch zulassen muss. Dies ist die logische Reihenfolge des Lernprozesses in dieser ungemein wichtigen Anfangsphase. Der Spieler, der den Ball zugespielt bekommt, startet in die Richtung einer leeren Ecke, wo er den Ball im richtigen Moment abschirmt, indem er mit der Außenseite des Fußes den Ball in die andere Richtung wegdreht. Auch im Wettbewerb, ihr Können mit anderen zu vergleichen, inspiriert sie, die Fertigkeiten mit dem Ball so aufmerksam und konzentriert wie möglich zu üben. Der Spieler, der den Ball in die leere Ecke holt, spielt 2-mal mit einer Bewegung nach eigener Wahl den Ball frei vor einen von der Seite kommenden Gegner und spielt den Ball im richtigen Tempo ins leere Eck. Der Spieler am Ball droht links am Gegner vorbeizugehen. In dem Moment, wo der Gegner angreift, zieht er den Ball mit der Fußsohle zurück und nimmt ihn mit der Innenseite desselben Fußes in die andere Richtung mit. Zwei Mannschaften spielen 2 gegen 2. Die eine hat 2 Torhüter, die blaue nur einen. Auch hier engen sie sich nicht gegenseitig ein, sondern sind viel im Ballbesitz und haben viel Raum, herumzufummeln. Wichtig ist, dass die weniger Starken mit und gegeneinander spielen, sodass auch sie so viel wie möglich die Gelegenheit haben, das Fummeln mit dem Ball zu lernen. In dieser Lektion wird mit Gruppen von 3 Spielern die Pass- und Schusstechnik geübt, wobei zugleich die Ballgeschicklichkeit und das Ballgefühl weiterentwickelt werden.
Wie bei allen Übungen geschieht dieses zuerst in einem ruhigen Tempo. Die Distanz, Ball und Handlungsschnelligkeit werden abhängig von ihrer technischen Entwicklung nach und nach erweitert und erhöht. Wichtig bleibt immer, dass spielerisch geübt wird. Indem Sie so oft wie möglich den Blick vom Ball lösen, versuchen Sie, die rollenden Bälle sich so gut wie möglich direkt zuzuspielen. Und das gelingt Ihnen schon sehr gut, denn so gut ist Ihr Ballgefühl und Ihre Passtechnik bereits entwickelt. Auch diese Übung, bei der neben dem Pass mit dem Halbspann auch das An- und Mitnehmen sowie die Bewegungen mit dem Ball zugleich geübt werden, ist für ältere Spieler geeignet, wenn Distanz, Ball und Handlungsschnelligkeit erhöht werden sollen. Das Ziel des Trainers ist es, jede Übungsstunde so attraktiv und effektiv wie möglich einzuteilen. Deshalb muss das Üben von technischen Fertigkeiten regelmäßig mit Torschussübungen oder kleinen Spielformen abgewechselt werden. Durch die Vielzahl von Übungen kann immer abwechslungsreich, vielseitig und effektiv trainiert werden, um das Trainingsziel so gut und so schnell wie möglich zu erreichen. Da ein- oder zweimaliges Clubtraining in der Woche für mehr als 99% der Spieler, die nicht mit einem großen Talent gesegnet sind, ungenügend ist, holt der Trainer die Kleinen auch während der Ferien und an den schulfreien Tagen in den Club oder irgendwohin, wo geübt und 2 gegen 2 gespielt werden kann. Der Trainer, der dieses Programm beherrscht, ist völlig überzeugt, dass das Fummeln mit dem Ball nicht nur optimale Spielfreude garantiert. So wie das auch bei allen großen Talenten der Fall ist, ist gute Ballbehandlung auch die optimale Grundlage für ihre Weiterentwicklung als attraktive und kreative Fußballspieler. Auch während des Übens von Pass- und Schusstechnik sind sie fortwährend am Ball. Dadurch wird auch ihr Ballgefühl und ihre Ballkontrolle immer weiter entwickelt werden. Fortwährend attraktives und effektives Üben sind die Pfeiler dieser Methode. Jeder kreative Trainer hat viele Möglichkeiten, auch die Pass- und Schusstechnik mit oder ohne Tore zu üben. Wie bei allen Übungen gibt der Trainer in der Anfangsphase eine kurze, deutliche und begreifliche Erklärung über den Bewegungsablauf. Zum Beispiel, bei Üben des Stoßes mit der Innenseite des Fußes ist die Schuhspitze so weit wie möglich nach außen gerichtet, während beim Spannstoß die Fußspitze nach unten gestreckt wird. Sowohl beim Stoß mit der Innenseite als auch beim Spannstoß wird der Ball in der Mitte getroffen. Wenn der Ball flach gehalten werden soll, wird das Standbein leicht gebeugt neben den Ball gesetzt, damit der Körper beim Stoß über dem Ball bleibt. Bei einem Heber wird das Standbein leicht gebeugt, etwas hinter dem Ball gesetzt und der Körper neigt sich beim Stoß etwas nach hinten. Beim Ballkontakt wird das Fußgelenk hart angespannt. Der Trainer darf nie den Fehler machen, viel zu reden. Eine kurze Erklärung und Korrektur, wenn nötig, reicht, damit die Kinder ein deutliches Bild bekommen, was der Trainer möchte. Gutes Vormachen der Übung ist besser als 1000 Worte. Wie gesagt, die einzige Bedingung für eine schnelle Entwicklung ist regelmäßiges, attraktives und effektives Üben, so wie das auch hier beim Schusstraining der Fall ist.
In dieser Lektion wird in Gruppen von 4 Spielern das Ballgefühl und die Geschicklichkeit am Ball weiterentwickelt, indem sie die wettspieleigenen Techniken mit dem Ball oft und vielseitig üben. Je stärker sie am Ball werden, je mehr können sie den Blick vom Ball lösen, was hier wichtig ist, um die Bewegungen zusammen auszuführen. Hier werden sowohl die Bewegungen, das An- und Mitnehmen des Balles und die Stoßtechnik geübt. Dabei bestimmt ein jeder, so wie bei allen Übungen, das Tempo, mit dem die Übungen ausgeführt werden, selbst. Alle Übungen müssen links und rechts herum für eine optimale Koordination und Geschicklichkeit am Ball geübt werden. Wie auch diese Bilder zeigen, haben die 6-Jährigen nach einer schwierigen Anfangsphase nicht mehr die geringsten Probleme bei diesen Übungen, was wiederum dem Spaß an der Sache zugutekommt. Hier schirmen sie dreimal im richtigen Moment den Ball mit ihrem Körper ab und kehren zur Ausgangsposition zurück. Die 2 sehr jungen Trainer im gelben Trikot brauchen die Kinder fast nicht zu korrigieren oder zu stimulieren. So aufmerksam und konzentriert üben sie. Auch bei dieser Übung werden die Bewegungen, das An- und Mitnehmen des Balles und die Stoßtechnik zugleich geübt. Und wie bei allen Übungen wird die Distanz, Ball und Handlungsschnelligkeit allmählich erweitert und erhöht. Abprallen, abschirmen, freispielen und Pass zum nächsten Spieler, der die Übung wiederholt. Auch bei dieser Übung demonstrieren die Kinder, dass sie schon in der Lage sind, den Ball jedes Mal im richtigen Moment mit dem Körper abzuschirmen, was ja die wichtigste Voraussetzung ist, um sich beim Fummeln zu behaupten. Das Interesse am Üben ist noch größer geworden, weil sie durch die kleinen Dialoge mit ihrem Trainer jetzt wissen, dass auch alle Weltklasse-Spieler ohne die Bewegungen mit dem Ball nie gelernt hätten, sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen. Zwischen den 4 Toren üben 3 Vierergruppen das Dribbling, das Umspielen eines Gegners mit einer Bewegung nach eigener Wahl und die Schusstechnik. Wer das ab 6 Jahren regelmäßig und effektiv übt, wird ohne Zweifel auch später im Spiel öfter am Gegner vorbeigehen, wodurch der Fußball wieder attraktiver und erfolgreicher wird. Klar ist, dass kleine Spielformen und Übungen mit anschließendem Torschuss diese Knirpse begeistert. Deshalb lässt der Trainer sie auch mal eine ganze Übungsstunde auf diese Tore spielen und üben. Zum Beispiel 15 Minuten Bewegung mit dem Ball mit anschließendem Torschuss abwechselnd 2 gegen 2. Wenn der Trainer dieses noch einmal wiederholt, haben sie sich eine Stunde mit optimaler Spielfreude und Hingabe fortwährend am Ball ausgetobt und freuen sich schon wieder auf das nächste Training.
In dieser Lektion wird in Gruppen von 4 Spielern die Stoßtechnik zusammen mit dem Ballgefühl und der Ballgeschicklichkeit weiterentwickelt. Hier üben Sie zugleich mit der Stoßtechnik auch das An- und Mitnehmen des Balles und Bewegungen mit dem Ball, die für schnelle Richtungswechsel unentbehrlich sind. In derselben Aufstellung nehmen Sie den Ball jetzt zur Seite mit, bevor Sie die Übung wiederholen. Wenn Distanz, Ball und Handlungsschnelligkeit erhöht werden, ist auch diese Übung für ältere Spieler geeignet, um ihre Stoßtechnik und Geschicklichkeit am Ball weiter zu entwickeln. Üben mit 2 Bällen erhöht den Reiz, die Konzentration und Sie lernen allmählich am Ball die Situation zu übersehen. In Gruppen von 2 Spielern wechseln Sie nach jedem Abspiel die Position. Ohne Ballannahme wird der rollende Ball direkt gespielt. Hier wird neben dem Ballgefühl auch das Wir-Gefühl entwickelt, um die Übung gemeinsam ohne Unterbrechung so gut wie möglich auszuführen. Jedem, der diese Methode beherrscht, tut es weh zu sehen, dass bei den Jugendlichen viel Trainingszeit für Übungen aufgewendet wird, die für den Fußball nichts bringen. Sicherlich haben die Kinder in diesem Alter mit ihrem natürlichen Spieltrieb auch Spaß an anderen Dingen als Ballschule und Fummeln mit dem Ball. Für die unzähligen, weniger Talentierten kommt das Problem erst nach einigen Jahren, wenn sie keinen Spaß mehr an den für den Fußball nichts bringenden Spielchen und Übungen haben. Wie der Alltag zeigt, verschwenden sie dann aufgrund mangelnder Erfolgserlebnisse am Ball immer mehr ihre Freizeit an Fernseh- und Computerprogrammen, anstatt sich mit ihren Kameraden technisch und kreativ am Ball auszutoben. Klar ist, dass die Kinder Anspruch auf einen technisch geschulten und kreativen Trainer haben, der ihren Enthusiasmus, ihre vitale Energie und Tatkraft fördert und weiterentwickelt durch Erfolgserlebnisse beim Fummeln mit dem Ball. Auch für alle großen Talente war das Fummeln mit dem Ball die optimale Grundlage, um sich später am Ball zu behaupten und durchzusetzen. Durch ein ständiges Ergreifen von Initiative ohne Furcht wächst die Entschlusskraft, das Durchsetzungsvermögen, die Selbstständigkeit, das Selbstvertrauen und andere positive Qualitäten, die enorm wichtig sind für ihre ganze Entwicklung. Selbstverständlich ist deshalb eine für dieses Alter optimale Ballschule, um so jung und so gut wie möglich das Fummeln mit dem Ball zu lernen, das alles entscheidende Trainingsziel ab Lektion 1. Die Jungen und der Fußball werden hierdurch aufblühen wie nie zuvor. Hier üben die Kleinen mit selbstgewählten Bewegungen ihre Schusstechnik und den Gegner auf den falschen Fuß zu stellen. Nochmals, das Ziel des Trainers ist es, jede Übungsstunde attraktiv und effektiv zu gestalten. Nie sollte monoton auf Kommando oder mit einer Pfeife trainiert werden. Keine einzige technische Fertigkeit der besten Spieler kann auf Kommando oder mit einer Pfeife erworben werden. Qualitäten, die auf Kommando oder Pfeifsignale entwickelt wurden, bringen keinen Menschen dazu, ein Fußballspiel zu besuchen. Auch die Turner und Schwimmer laufen nicht ständig auf Kommando um die Turn- oder Schwimmhalle. Die Basketballspieler üben fast immer mit den Händen und die Tennisspieler springen nicht dauernd übers Netz. Selbst die Allerbesten üben jeden Tag viele Dutzend Male ihr Service. Soweit bekannt ist, ist noch nie ein Fußballspieler müde vom Trainingsplatz gekommen, weil er viele Dutzend Male einen Gegner umspielt hat. Im Gegenteil, fast immer vom hinter dem Ball oder Gegner herrennen oder anderer unpersönlicher Laufarbeit. Selbstinitiative, selbstständiges Handeln muss immer stimuliert und gefördert werden, um so früh wie möglich unpersönliches Ballgeschiebe und Kick-and-Rush-Fußball zu vermeiden.
Genau wie in 5a werden auch in dieser Lektion die spieleigenen Bewegungen mit dem Ball in Gruppen von jeweils 4 Spielern variabel und vielseitig geübt. Das gemeinsame Üben dieser Techniken mit dem Ball entwickelt das Wir-Gefühl und gibt einen Extra-Reiz, um die Bewegungen so gut wie möglich zusammen auszuführen. Zwei Spieler tun jedes Mal so, als ob sie an der rechten Seite ihres Gegners vorbeigehen wollen. In dem Moment, wo der Gegner dieses verhindert, spielen sie den Ball mit einer bestimmten Bewegung in die andere Richtung frei und zu den anderen zwei Spielern, die ihre Ausgangsposition eingenommen haben. In dem Moment, wo der Gegner von der Seite angreift, schirmen sie, indem sie wegdrehen, mit der Innen- oder Außenseite des Fußes den Ball ab und nehmen ihn in die andere Richtung mit. Auch während der Parteispiele sollen sie öfter, wenn sie links oder rechts von einem Gegner dribbeln, in gleicher Weise, in dem Moment, wo der Gegner angreift, den Ball freispielen. Auch bei dieser Übung wird der Ball jedes Mal für den Gegner unerreichbar, wenn sie im richtigen Moment eine Bewegung ausführen. Nach dem An- und Mitnehmen spielen sie den Ball mit der Innen- oder Außenseite des Fußes vor dem ersten Gegner frei und gehen am zweiten mit einem Doppelpass vorbei. Die Attraktivität und Effektivität der Übungen garantieren Spaß und Konzentration beim Üben. Dieses ist auch die Voraussetzung für eine schnelle Entwicklung. Welcher Sechsjährige ist nicht stolz darauf, dass er mittels einer Bewegung und eines Doppelpasses an zwei Gegnern vorbeigeht, auch wenn diese Gegner mehr Partner als Gegner sind? Die drei Spieler in der Mitte drohen einer nach dem anderen, über die linke Seite am Gegner vorbeizugehen. In dem Moment, wo er angreift, holen Sie den Ball mit der Fußsohle zurück und nehmen ihn mit der Innenseite desselben Fußes zur freien Ecke mit. Der linksfüßige Spieler dreht den Ball mit der Fußsohle unter den Körper zurück und nimmt ihn mit zur freien Ecke. Wenn die Übung andersherum ausgeführt wird, drehen die rechtsfüßigen Spieler den Ball mit der Fußsohle zurück, während die linksfüßigen Spieler den Ball mit der Fußsohle zurückholen und ihn mit der Innenseite desselben Fußes zur freien Ecke mitnehmen. Die Anzahl und Vielseitigkeit an Bewegungen und Übungen ist nicht nur notwendig, weil die Spieler während des Basistrainings ein für dieses Alter optimales Ballgefühl und eine Geschicklichkeit am Ball erwerben, sondern viel und vielseitig üben ist auch notwendig, um während dieser Periode abwechselnd und variabel zu trainieren. Auch hier üben die Kinder, den Ball im richtigen Moment abzuschirmen und freizuspielen vor einem von der Seite kommenden Gegner. Nach und nach entdecken sie selber, welche Bewegungen ihnen am besten liegen oder am leichtesten abgehen und sie diese dann auch öfter beim Fummeln mit dem Ball einsetzen. An beiden Seiten des Tores spielen zwei Mannschaften mit je zwei Spielern und einem Torwart 2 gegen 2. An einer Seite werden Tore erzielt, indem sie den Ball durch zwei Markierungen dribbeln, fummeln und Tore erzielen. Das, was sie am liebsten tun, ist der einzige Auftrag. We'll be right back.
Vierergruppen wird in dieser Lektion die Pass- und Stoßtechnik und das Ballgefühl zusammen mit dem Doppelpass geübt. Hier wechseln zwei Zweiergruppen nach einem Doppelpass jedes Mal die Position, wobei der Ball immer direkt ohne Abstoppen gespielt wird. Lernen die Kinder auch schon, sich anzubieten, um es dem Spieler am Ball viel leichter zu machen, das Richtige zu tun. Auch bei dieser Übung wird der Ball immer direkt gespielt, was ohne Zweifel einen Extra-Reiz gibt, um all diese Übungen ohne Abstoppen des Balles so gut wie möglich zu demonstrieren. Auch bei dieser Übung bietet der Spieler, der den Ball prallen lässt, sich immer an und der Ball wird immer direkt gespielt. Neben andauerndem Direktspiel gibt auch das mit einem Doppelpass am Gegner vorbeigehen einen Extra-Reiz bei dieser Übung. Weil ein Spieler sich im richtigen Moment anbietet, ist es für den Spieler am Ball leicht, mit einem Doppelpass am Gegner vorbeizugehen. Die zwei Hilfstrainer im gelben Trikot brauchen auch hier die Kleinen nicht zu stimulieren, weil es ihnen viel Spaß macht, den Doppelpass zu üben. Weil während all dieser Übungen die Distanz und Schnelligkeit am Ball allmählich erhöht werden, sind sie ohne Zweifel zusammen mit Torschussübungen sehr geeignet, um während des Basistrainings die Pass-, Stoß- und Schusstechnik weiter zu entwickeln. Zwei Zweiergruppen wechseln nach dem Doppelpass jedes Mal die Position, wobei auch hier der Ball immer direkt gespielt wird. Das Direktspiel des rollenden Balles ist sehr wichtig im Fußball. Zwei Zweiergruppen wechseln auch hier jedes Mal nach dem Doppelpass die Position. Die Spieler im weißen Trikot führen jeweils einen längeren und die Spieler im blauen Trikot einen kürzeren Doppelpass aus. Wenn bei dieser Übung die Distanz und Schnelligkeit am Ball erhöht wird, ist sie auch für ältere Spieler geeignet, um ihre Pass- und Stoßtechnik weiter zu verbessern. Diejenigen, die nun meinen, dass die Jugendlichen in diesem Programm viel zu viel fummeln und dadurch den Ball später nicht im richtigen Moment abspielen, sehen hier, dass die Kinder auch das Direktspiel schon lernen. Alle Topspieler können nur im Kollektiv glänzen, dank ihrer zum größten Teil angeborenen individuellen Qualitäten. Selbstverständlich muss jeder Jugendliche erst individuell, technisch und kreativ optimal ausgebildet werden, um auch später im Kollektiv glänzen zu können. Auch hier ein Beispiel, wie man mit 8 Gruppen von 2 oder 3 Spielern die technischen Fertigkeiten zusammen mit der Schusstechnik effektiv üben kann. Es genügen 1 oder 2 Bälle pro Gruppe, da kaum über oder an dem kleinen Tor vorbeigeschossen wird. Kein technisch geschulter und kreativer Jugendtrainer kommt ohne diese leicht herzustellenden Tore aus. Fortwährendes Üben auf diese sehr leicht verstellbaren Tore ist zugleich effektiv und attraktiv für die Kinder in diesem Alter. Nirgendwo können sie sich so von ganzem Herzen am Ball austoben, wie in kleinen Gruppen auf diese Tore zu spielen. Der Trainer, der dieses Programm beherrscht, predigt nicht nur optimale Technik und Spielfreude für dieses Alter, an erster Stelle setzt er es in die Praxis um.
In dieser Trainingslektion werden die wettspieleigenen Bewegungen, welche unentbehrlich sind, um sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen, zusammen mit dem Ballgefühl und der Geschicklichkeit am Ball weiter verbessert. Die Sechsjährigen, die bis jetzt alle Übungen und Techniken mit demonstriert haben, räumen nun den Platz für 3-, 8- und 9-Jährige, die von Anfang an das Basistraining mitgeübt haben und auch stolz zeigen wollen, was sie alles am Ball gelernt haben. In dem Moment, wo der Gegner von der Seite angreift, schirmen sie durch das Abstoppen des Balles mit der Fußsohle den Ball mit ihrem Körper ab und nehmen ihn in die entgegengesetzte Richtung mit. Jetzt kappen sie den Ball mit der Außenseite zurück und nehmen ihn mit der Außenseite desselben Fußes zur Ausgangsposition mit zurück. Ideal ist, dass während all dieser Übungen abhängig von der technischen Entwicklung der Spieler die Distanz sowie Ball- und Handlungsschnelligkeit allmählich erhöht werden können. Zwei Dreiergruppen versuchen, eine nach der anderen, am Gegner links vorbeizugehen. In dem Moment, wo der Gegner dies verhindert, spielen sie mit einer bestimmten Bewegung den Ball in die andere Richtung frei und passen ihn zur anderen Gruppe. Auch hier wird fortwährend das Abschirmen und Freispielen des Balles im richtigen Moment und in die andere Richtung geübt. Während der kleinen Spielformen werden sie stimuliert und gefördert, öfter so zu tun, als wollten sie an einem Gegner links oder rechts vorbeigehen, um in dem Moment, wo er angreift, mittels einer Bewegung in die andere Richtung vorbeizugehen, was die Absicht dieses Manövers ist. So tun, als ob man an einem Gegner links oder rechts vorbeigehen wollte und ihn in dem Moment, wo er angreift, mittels einer Bewegung auszuspielen, ist eine der wichtigsten individuellen Techniken, in denen sich nur ganz wenige Spieler auszeichnen. Ein deutlicher Beweis dafür, dass diese Technik nirgendwo effektiv geübt wird. Der Reihe nach üben zwei Spieler zusammen eine der erfolgreichsten Bewegungen, das Übersteigen von außen nach innen über den Ball und das Mitnehmen mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung. Man sieht hier klar, dass die 8- und 9-Jährigen durch ihre Körperlänge die Knie stärker beugen müssen und so die Bewegung mit dem Ball geschmeidiger ausführen als die 6-Jährigen. Die haben diese Fertigkeiten mit dem Ball zwar genauso schnell gelernt, aber wegen ihrer geringeren Körperlänge können sie sie noch nicht aufrecht ausführen. Drei Zweiergruppen umspielen mit derselben Bewegung ihren Gegner und spielen den Ball in die nächste Ecke. Alle Bewegungen mit dem Ball werden bei dieser Übungsform sowohl links als auch rechts herum geübt. Wie auch diese Bilder zeigen, ist die Beweglichkeit, die Koordination und die Handlungsschnelligkeit am Ball jetzt schon durch häufiges, vielseitiges und effektives Üben entwickelt. Ein deutlicher Beweis, dass die technischen Fertigkeiten am Ball schon ab 6 Jahren so spielerisch wie möglich geübt werden müssen. Der Ball ist der beste Koordinationstrainer, denn die vielseitigen Bewegungen mit dem Ball machen vor allem die Gelenke beweglicher und elastischer.
Mit 6 Spielern wird in dieser Lektion die Passtechnik mit und ohne Doppelpass sowie das Ballgefühl weiter verbessert. Bei allen Übungen wird der Abstand zwischen Spielern und Gruppen und die Ball- und Handlungsschnelligkeit erhöht. In derselben Aufstellung wechseln 4 Spieler mittels Doppelpässe und ständiges Direktspiel des Balles ihre Position. Mit den Spielern, die den Ball zurückprallen lassen oder den passiven Gegner spielen, wird bei allen Übungen selbstverständlich regelmäßig die Position gewechselt. Die 3 Spieler, die den Doppelpass üben, bieten sich mit den Spielern in der Mitte immer im richtigen Moment an, um den Ball zurückzuprallen. Fortwährendes Direktspiel und zugleich Doppelpässe spielen, gibt zweifellos einen zusätzlichen Übungsreiz. Zwei Dreiergruppen wechseln jedes Mal mit 2 Doppelpässen die Position. Auch die 6-Jährigen haben wenig Mühe mit diesen Übungen, allerdings ist bei ihnen das Tempo, mit dem der Ball gespielt wird, und die Laufschnelligkeit etwas geringer. Zwei Spieler jeder Dreiergruppe wechseln mittels eines Doppelpasses ständig ihre Position. Durch eine Vergrößerung des Abstandes zwischen den 2 Gruppen können auch längere Pässe geübt werden. Weil 16 Kleine im Alter von 6 bis 9 Jahren einige Monate mehr oder weniger das Basistraining geübt haben, möchten sie alle so oft wie möglich mitmachen. Deshalb werden öfter die Spieler gewechselt, damit alle die Gelegenheit bekommen, zu zeigen, was sie schon gelernt haben. Zwei Zweiergruppen üben den Doppelpass, die 2 anderen Spieler das richtige Zurückprallen des Balles, sodass auch diese Übung, ohne den Ball zu kontrollieren, gut verläuft. Immer wenn mit 2 Bällen geübt wird, müssen sie ständig auf ihre Umgebung achten, was auch ihre geistige Beweglichkeit entwickelt. Alle diese Pass- und Kombinationsübungen können ab 6 Jahren geübt werden, weil sie zunächst, wie die Gruppe bei den letzten 2 Übungen zeigt, in einem ruhigen Tempo geübt werden können. Wenn die Übung gut läuft, werden Abstand und Schnelligkeit am Ball nach und nach erhöht. Nicht nur die Vielseitigkeit der Übungen und das allmähliche Erhöhen des Schwierigkeitsgrades, vor allem das Direktspiel und mit Doppelpässen Gegner umspielen erhöht das Interesse und die Konzentration der Kleinen. Denn wo kein oder wenig Interesse ist, da stockt logischerweise auch die Entwicklung. Auch in Lektion 8a werden die technischen Fertigkeiten weiter verbessert, um sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen.
Neben Ballgefühl und Geschicklichkeit am Ball werden auch die Koordination, die Beweglichkeit am Ball und die allgemeine körperliche Fitness dieser Kleinen unbewusst ständig verbessert. Und weil der Schwierigkeitsgrad regelmäßig erhöht wird, werden auch Start- und Handlungsschnelligkeit am Ball immer verbessert. Drei Zweiergruppen wechseln ihre Position, indem die Spieler am Ball bei der Rückkehr zur Ausgangsposition den Ball abschirmen, freispielen und weiterspielen zur nächsten Gruppe. Wie alle Übungen wird auch diese in beide Richtungen geübt. Anstatt dass die drei Spieler am Ball zur Ausgangsposition zurückkehren, wie bei der vorigen Übung, nehmen sie jetzt den Ball zur frei gewordenen Markierung mit, wo sie den Ball in dem Moment, wo sie angegriffen werden, abschirmen, freispielen und abspielen zu den drei Gegnern, die jetzt ihre Position eingenommen haben. Wie gesagt, diese Übungen müssen alle 15 Minuten mit Spielformen gewechselt werden, um das, was Sie bei diesen Übungen gelernt haben, zu erproben und zu verwenden. Selbstverständlich ohne Furcht, Fehler zu machen, auch wenn Sie nicht erfolgreich waren, werden Sie für Ihren Versuch gelobt. Drei Zweiergruppen spielen der Reihe nach den Ball mit einer Bewegung frei in die andere Richtung. Dann spielen sie ihn mit der Fußsohle oder Ferse zurück zu den zwei Gegnern, die die Übung wiederholen. Obwohl immer vom Gegner die Rede ist, sind diese selbstverständlich noch immer mehr Partner als Gegner. Das Hinzuziehen eines passiven Gegners erhöht nicht nur den Reiz, Sie müssen hierdurch auch jedes Mal den Ball im richtigen Moment und an der richtigen Stelle abschirmen und freispielen in die andere Richtung. Ein Spieler jeder Dreiergruppe spielt den Ball mit Bewegungen nach eigener Wahl zweimal vor einem Gegner frei und spielt ihn zum nächsten Spieler, der die Übung wiederholt. Auch diese Übungsform wird in beiden Richtungen geübt. Der Abstand und die Handlungsschnelligkeit werden allmählich erhöht. Diese Sache hier, so tun, als ob sie links oder rechts am Gegner vorbeigehen wollten und in dem Moment, in dem er angreift, in die andere Richtung abhauen, wird so oft in vielen Variationen geübt und während der kleinen Spielformen gefordert, dass sie ohne Zweifel auch später im Spiel öfter mit dieser attraktiven, individuellen Technik am Gegner vorbeigehen. Noch einmal, denn man kann es nicht oft genug wiederholen. Eine für dieses Alter optimale Ballschule, um den Kleinen so jung und so gut wie möglich das Fummeln mit dem Ball beizubringen, ist die optimale Grundlage für ihre Weiterentwicklung als attraktiver, technischer und kreativer Fußballspieler. Das war bei allen Topspielern so. Hier spielen zwei Mannschaften 2 gegen 2, während von den anderen zwei Mannschaften einer im Tor steht und der andere neben dem Tor mit dem Ball am Fuß ungeduldig wartet, um nach einem Torschuss die Initiative zu ergreifen. Da, wo es möglich ist, die Initiative ergreifen, mit allen möglichen Risiken, wie ein roter Faden, läuft dies durch ihre ganze Entwicklung als Jugendspieler. Mit 6 Spielern wird in 12 verschiedenen Übungsformen die Passtechnik, das Kombinationsvermögen und das Ballgefühl weiter verbessert.
Wie gesagt, all diese Übungsformen können ab 6 Jahren geübt werden. Erst wie hier im Schritttempo, wenn die Übung gut verläuft, wird die Schnelligkeit nach und nach erhöht. Jetzt üben Sie vor allem den Steilpass. Wichtig ist das Ballgefühl und dass dieses durch die vielen effektiven Wiederholungen immer besser entwickelt wird. Auch das Wir-Gefühl wird bei all diesen Übungen weiterentwickelt, denn alle sind völlig konzentriert, um zusammen die Übungen ohne Unterbrechungen so gut wie möglich auszuführen. Wenn der Trainer Kinder ab 6 Jahre trainiert, hat er während des Basistrainings auch die Gelegenheit, diese Passtechniken auch in die andere Richtung zu üben, sodass auch der Pass mit dem linken Fuß effektiv geübt wird. Linksfüßler tun dieses selbstverständlich am liebsten. Bei dieser Gruppe ist nur ein Linksfüßler, der durch viel Üben in diese Richtung auch den Pass mit dem rechten Fuß jetzt schon beherrscht, wenn der Abstand nicht zu groß ist. Auch bei dieser Übungsform zeigt die Gruppe, dass alle Übungen fast im Schritttempo geübt werden können, sodass auch die vielen Untalentierten alle Gelegenheiten haben, ihre Passtechnik ab 6 Jahre vielseitig und effektiv zu üben. Hier nun müssen die Spieler beim Dribbling den Blick so oft wie möglich vom Ball lösen, damit der Doppelpass im richtigen Moment ausgeführt wird, was das Interesse und die Konzentration erhöht. So gut wie möglich am Ball die Situation zu übersehen, ist auch bei dieser Übung sehr wichtig, wenn Sie nicht zu früh zur Ecke spielen wollen. Alle Übungen mit 2 oder mehr Bällen erhöhen die Konzentration und den Reiz, die Übungen so gut wie möglich auszuführen. Zusammen mit dem Steil-, Quer- und Doppelpass üben Sie auch, sich im richtigen Moment anzubieten als Abpraller für den Doppelpass. Jetzt wird nicht nur die Pass- und Stoßtechnik vielseitig geübt, sondern auch das An- und Mitnehmen des Balles, schnelles Dribbeln und im richtigen Moment Abschirmen und Freispielen des Balles. Ein regelmäßiger Wechsel dieser Übung, kombiniert mit Torschussübungen und kleinen Spielformen, garantiert eine attraktive und effektive Trainingseinheit. Ein Spieler jeder Zweiergruppe nimmt den Ball an, einige Meter mit und spielt ihn, indem er das Standbein neben den Ball stellt, mit der Ferse zurück. Das sind ideale Unterbrechungen zwischen 2 intensiveren Übungen oder Spielformen. In derselben Aufstellung spielen Sie den Ball mit dem Voll- oder Halbspann zurück. Zweifellos hat der Trainer viele Möglichkeiten, um das Trainingsziel auch mit den weniger Talentierten zu realisieren. Entscheidend ist, dass die Kleinen, so wie auch bei dieser Übung, mit viel Spaß und Hingabe dabei sind. Auch mit Achtergruppen können alle Bewegungen mit dem Ball abwechselnd und vielseitig geübt werden, was diese Gruppen in 13 verschiedenen Übungsformen demonstrieren werden.
Vier Zweiergruppen üben in einem kleinen Dreieck die Bewegungen am Ball. Ein Spieler von jeder Gruppe übt hier die Techniken am Ball einmal mit und einmal ohne Gegner, bevor er den Ball zum Gegner der anderen Gruppe spielt. In dieser Übungsform kann man auch mit mehr als vier Zweiergruppen in einer Kreisaufstellung die Bewegungen mit dem Ball sowohl links als auch rechts herum üben. Wenn man die Bewegungen am oder mit dem Ball beherrscht, sind die Übungen fast unbeschränkt. In derselben Aufstellung übt eine Gruppe die Bewegungen links und die andere Gruppe rechts herum. Sie sollen so viel wie möglich Ballgefühl und Geschicklichkeit am Ball während dieser Übungsformen erwerben und so viel wie möglich 2 gegen 2 spielen, um das erlernte Fummeln mit dem Ball auszuprobieren und anzuwenden. Dies ist selbstverständlich die einzige Möglichkeit, das Fummeln mit dem Ball so jung und so schnell wie möglich zu lernen. Die Spieler jeder Zweiergruppe wechseln regelmäßig ihre Position, nachdem sie einen Gegner umspielt haben. Natürlich kann diese Übung auch mit 2 Dreiergruppen geübt werden. Durch eine fast optimale Entwicklung der athletischen und defensiven Qualitäten der Spieler werden heute von ihnen am Ball doppelt so viele Angriffstechniken verlangt wie früher. Nur die wenigen Top-Spieler, die dank ihres größeren Talents immer etwas mit dem Ball unternommen haben, können sich heute in schwierigen Situationen behaupten und durchsetzen. Die mehr als 99%, die nicht mit einem großen Talent gesegnet sind, waren durch das Fehlen einer optimalen Ballschule nicht in der Lage, da wo es möglich ist, die Initiative zu ergreifen. Wie die Praxis klar zeigt, sind sie deshalb nie über das Mittelmaß hinausgekommen. Wer gut mit dem Ball fummeln kann und über einen Trainer verfügt, der da, wo es möglich ist, mit vollem Risiko und Selbstvertrauen die Initiative fördert und fördert, wird sich ohne Zweifel auch später in einer schwierigen Situation am Ball behaupten und durchsetzen können. Deshalb hilft und stimuliert der Trainer speziell die weniger Talentierten, so viel wie möglich mit dem Ball zu üben, sodass auch sie nach und nach durch viele kleine Erfolgserlebnisse beim Üben am liebsten jeden Tag Fußball spielen würden. Ihre Weiterentwicklung als attraktive, technische und kreative Fußballspieler ist viel leichter, wenn in der Anfangsphase das Fummeln mit dem Ball erlernt wurde. Man kann es nicht oft genug wiederholen, dass ohne eine optimale Ballschule und ohne Fummeln mit dem Ball die vielen, denen nicht das große Talent in die Wiege gelegt wurde, nie in der Lage sein werden, sich zu attraktiven, angriffsstarken Fußballspielern zu entwickeln. Der Trainer, der selbst durch viel und vielseitiges Üben mit dem Ball erlebt hat, wie viel Freude und Genugtuung man erfährt, wenn man den Ball gut beherrscht, kann zweifellos auch diejenigen ohne Talent stimulieren und überzeugen, dass sie das auch lernen können. Ganz klar ist, dass diejenigen, die nicht fummeln lernen, trotz Spieltrieb, Enthusiasmus und Tatendrang hilflos sind, sich am Ball technisch und kreativ auszutoben und weiterzuentwickeln. In kaum einer anderen Sportart haben die Jugendlichen, die die technischen Fertigkeiten beherrschen, so viele Möglichkeiten, sich von ganzem Herzen auszutoben und zu entfalten, wie beim Fußball. Vorausgesetzt, dass sie, wie das bei kleinen Parteispielen der Fall ist, so viel wie möglich am Ball sind. In dieser Lektion wird mit Achtergruppen wieder die Passtechnik, das Kombinationsvermögen und das Ballgefühl weiter verbessert. So wie bei allen Übungsformen wird auch hier der Abstand und die Schnelligkeit am Ball allmählich erhöht, wobei auch die 4 Spieler, die immer den Ball abprallen lassen,
sich einige Meter zum Ball hin anbieten und nach dem Abprallen des Balles ihre Ausgangsposition wieder einnehmen. Diese Übung, bei der der Spieler am Ball alle Möglichkeiten hat, sein Ballgefühl zu verbessern, kann natürlich auch mit 6 oder 10 Spielern geübt werden. Die Distanz vergrößern und die Schnelligkeit am Ball erhöhen, gibt all diesen Übungen einen zusätzlichen Reiz, der noch erhöht wird, wenn mit 2 oder mehr Bällen geübt wird. Wenn die Spieler, die den Ball prallen lassen, sofort angreifen, kann bei dieser Übung auch der Doppelpass geübt werden. Die 2 Spieler in der Mitte wechseln dann jedes Mal ihre Position. Wichtig ist, dass durch viele Übungsformen abwechselnd und vielseitig geübt werden kann. Noch wichtiger ist, so wie auch hier bei dieser Übung, dass fortwährend attraktiv und effektiv geübt wird. Das mit und ohne Tore vielseitige und effektive Üben der Pass- und Schusstechnik ist eine von den 4 Trainingsformen, welche der Trainer während des Basistrainings benutzt, um das Trainingsziel zu erreichen. Bei dieser Übung wird nicht nur das Wir-Gefühl und der Ehrgeiz entwickelt, auch mit 4 Bällen soll die Übung ohne Unterbrechung so gut wie möglich demonstriert werden. Um die Bälle im richtigen Moment weiterzuspielen, müssen Sie auch den Blick sehr oft vom Ball lösen. Auch bei dieser Übung wird der rollende Ball immer direkt weitergespielt. Die Leute, die meinen, dass die Fummler am Ball später nicht im richtigen Moment abspielen, brauchen sich darüber bestimmt keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil, wer stark am Ball ist, und das ist jeder gute Fummler, kann viel mehr den Blick vom Ball lösen und dadurch seine Möglichkeiten besser übersehen als ein technisch mittelmäßiger Spieler. Je besser die Spieler individuell ausgebildet sind, umso mehr Möglichkeiten haben sie, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Ohne Zweifel hat jeder technische und kreative Spieler viele Möglichkeiten, die Pass- und Schusstechnik mit oder ohne An- und Mitnehmen des Balles während des Basistrainings ab 6 Jahren zu üben. So lange, bis er fast dieselbe Genauigkeit erreicht hat wie der Basketballer beim Korbwurf. Wie gesagt, ideal bei allen Übungsformen ist, dass sie erst fast im Schritttempo geübt werden können und der Abstand zwischen den einzelnen Spielern und Gruppen sowie auch die Schnelligkeit am Ball immer erweitert und erhöht werden können. Neben dem ständigen Üben der Pass- und Schusstechnik wird zugleich auch das Ballgefühl, das Kombinationsvermögen, das Direktspiel, den Blick vom Ball lösen, die geistige Beweglichkeit, der Ehrgeiz und das Wir-Gefühl ständig verbessert. Ohne jeden Zweifel, der Weg zur optimalen Spielfreude und Begeisterung geht nur über den Erfolg beim Fummeln mit dem Ball. Hierdurch wird nicht nur die unentbehrliche Grundlage geschaffen für Ihre Weiterentwicklung als technischer, kreativer Fußballspieler, auch werden in dieser enorm wichtigen Anfangsphase positive Qualitäten entwickelt, die lebenswichtig für Ihre ganze Persönlichkeitsentwicklung sind.
In diesen letzten vier Lektionen gibt die Gruppe noch eine kurze Übersicht der vier Trainingsformen, die vom Trainer beim Basistraining so gut wie möglich benutzt werden, um dieses Ziel so früh und so gut wie möglich zu erreichen. In dieser Lektion üben Sie die erste Trainingsform, die einfachen Bewegungen mit dem Ball, die speziell entwickelt wurden, damit Sie sich in der schwierigen Anfangsphase Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit aneignen. Diese Bewegungen können sowohl im Stand, wie Sie es hier zeigen, als auch im Laufen und Abwechseln mit leichtem, lockerem Hin- und Herspielen mit beiden Füßen geübt werden. Weil Sie noch niemals so etwas mit den Füßen gemacht haben, fällt Ihnen das Üben in der Anfangsphase schwer. Deshalb möchten Sie am liebsten nur im Team spielen. Entscheidend ist, dass dies auch der Trainer in der Anfangsphase bei der Entwicklung von Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit erfahren und erlebt hat. Hierdurch wird er mit viel Geduld und Aufmerksamkeit die Burschen stimulieren. Vor allem versucht er, sie von der Tatsache zu überzeugen, dass sie niemals imstande sein werden, oft und gut mit dem Ball zu fummeln, wenn sie nicht abwechselnd mit den Parteispielen diese einfachen Bewegungen für die Entwicklung des Ballgefühls und der Ballgeschicklichkeit auch selbstständig üben. Dafür sind die vielen und vielseitigen Bewegungen mit dem Ball sehr geeignet. Den Schwierigkeitsgrad kann man fortwährend an die technische Entwicklung der Kleinen anpassen. In der Anfangsphase benötigt der Trainer nicht nur viel Geduld, Begeisterung und Überzeugungskraft. Er muss jedem Einzelnen viel Aufmerksamkeit widmen, speziell den weniger Talentierten, sodass auch diese ständig Fortschritte am Ball machen. In dieser schwierigen Anfangsphase ist der Trainer die zentrale Figur, die unentbehrliche Motivationsquelle, die sie von ihren Möglichkeiten überzeugt, wenn sie regelmäßig mit dem Ball üben und so oft wie möglich die Initiative bei den Parteispielen ergreifen. Der Trainer ist völlig überzeugt, dass auch Kinder mit wenig Talent sich zu wertvollen, technischen und kreativen Spielern entwickeln können. Den weniger Talentierten über diese schwere Anfangsphase hinwegzuhelfen, ist die weitaus wichtigste und schwierigste Aufgabe für den Trainer, der, wie gesagt, viel Geduld und Überzeugungskraft braucht. Was man nicht selbst durch intensives Üben erworben hat, davon kann man andere nicht überzeugen, dass sie es lernen können. Deshalb sind die meisten Weltklasse-Spieler nach ihrer Karriere als Fußballer auch gute Trainer, nur dann, wenn sie über gute Spieler verfügen, die ihre Ideen in die Praxis umsetzen können. Sehr selten aber sind sie gute Jugendtrainer. Diesen von Natur aus begabten Spielern fehlt nämlich nicht nur die Geduld und die Überzeugungskraft, sondern vor allem auch die Erfahrung, sich in die Position der weniger Talentierten zu versetzen, die diese technischen Fertigkeiten nur dann erwerben können, indem sie regelmäßig und effektiv mit dem Ball üben und in vielen kleinen Spielformen Schritt für Schritt lernen, sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen. So wie man ohne Lesen und Schreiben nicht weiter studieren kann, so kann man ohne Ballgefühl und Geschicklichkeit auch nicht mit dem Ball herumfummeln. Ohne Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit ist auch kein zielgerichtetes Training mit dem Ball möglich. Wer mit dem Ball fummeln kann, erfährt und erlebt nicht nur optimale Spielfreude und Begeisterung am Fußball. Fummeln mit dem Ball ist auch die unentbehrliche Grundlage für die Weiterentwicklung als attraktive, angriffsstarke Fußballspieler. So war und ist es noch immer, auch bei den Topspielern. Vor allem in den letzten Jahren ist jeder davon überzeugt, dass die Jugendlichen technisch besser ausgebildet werden sollten. In der Praxis sieht man wenig oder nichts davon, weil man die technischen Geschicklichkeiten der besten Spieler eben nicht theoretisch auf die Jugendlichen übertragen kann. Die einzige Lösung ist, so viel wie möglich technisch kreative Trainer auszubilden, die in der Lage sind, dies in der Praxis der Jugend zu übermitteln. Wenn diese Kleinen, die hier die einfachen Bewegungen üben, keinen technisch kreativen Trainer gehabt hätten, hätten sie auch, wie die Masse weniger Talentierter, nie erfahren und erlebt, wie wunderbar Fußballspielen ist, wenn man mit dem Ball fummeln kann. Bei der zweiten Trainingsform des Basistrainings werden schon einige wettspieleigene Bewegungen variiert geübt, um das Ballgefühl, die Ballgeschicklichkeit und das Fummeln mit dem Ball weiterzuentwickeln. Auch wenn man diese Bilder sieht, soll es für jeden klar sein, dass die wettkampfeigenen Bewegungen mit dem Ball schon ab 6 Jahre regelmäßig spielenderweise geübt werden sollen.
Denjenigen, die der Meinung sind, dass die Jugendlichen für ihre allgemeine Körperentwicklung an mehreren Sportarten teilnehmen sollen, wird es gut tun, sich einige Bilder der 9- bis 12-Jährigen im Aufbautraining anzugucken. Sie werden schnell entdecken, dass weitaus die meisten, die sich an mehreren Sportarten beteiligen, nicht über die Beweglichkeit, die Geschmeidigkeit und die Elastizität der 9- bis 12-Jährigen verfügen, die diese wettspieleigenen Bewegungen vielseitig üben. Diese Bewegungen mit dem Ball sind fast Totalübungen für den ganzen Körper, wobei nicht nur das Knöchel- und Hüftgelenk optimal entwickelt wird, auch die Wirbelsäule wird durch die vielen schnellen Drehungen geschmeidig und elastischer. Bleibt das Schultergelenk. Da Sie in diesem Alter meist einmal pro Woche schwimmen, wird auch dieses Gelenk prima entwickelt. Schwimmen und vielseitiges Üben mit dem Ball sind eine Garantie für eine allgemeine Körperentwicklung. Sicherlich können Sie mehrere Sportarten ausüben, aber ein- oder zweimal Clubtraining pro Woche genügt kaum für die weniger Talentierten, um in dieser Periode das Fummeln mit dem Ball zu lernen. Das Beherrschen dieser wettspieleigenen Bewegungen mit dem Ball gibt den Kindern einen Extra-Reiz. Auch bei dieser Übung, bei der sie den Ball im richtigen Moment abschirmen, für zwei nur teilweise aktive Gegner, wollen sie mit Selbstvertrauen und Hingabe ihrer Umgebung stolz zeigen, was sie schon alles am Ball können. Die vielen Übungen und Bewegungen mit dem Ball sind sehr geeignet, den Schwierigkeitsgrad allmählich zu erhöhen, sodass durch effektives Üben die Aufgaben immer lösbar sind. Die Bewältigung dieser Aufgabe ist die beste Übungsmotivation. Durch das spielerische Üben dieser wettkampfeigenen Bewegungen mit dem Ball und die Herausforderung, diese so oft wie möglich beim Fummeln mit dem Ball zu verwenden, entsteht allmählich eine reizvolle, positive Wettkampfatmosphäre. Kein Wettkampf oder Punktspiel, von dem Sie das Ergebnis eine Woche später schon wieder vergessen haben, sondern eine spielerische Konkurrenz. Wer die Techniken mit dem Ball am besten beherrscht, wer sie am meisten beim Fummeln mit dem Ball verwendet, um sich zu behaupten und durchzusetzen, ist der größte Motivations- und Leistungsfaktor. Diese Forderung und eine reizvolle Atmosphäre, in der der eine den anderen zu übertreffen versucht mit dem, was sie am liebsten tun, garantiert, dass sie sich schon im Voraus auf das nächste Training im Club freuen und zugleich stimuliert selbstständig üben. Neben ihrem wunderbaren Enthusiasmus und ihrer Tatkraft verwendet der Trainer auch ihre Neugier und vor allem ihr Lernbedürfnis. Durch kleine Einzelgespräche erfährt der Trainer auch, wie sie alles empfinden und erleben. Allmählich bringt er ihnen bei, über ihre Leistungen und Fortschritte nachzudenken und diese mit anderen zu vergleichen. Genau wie in der Schule wissen sie, wo sie gut oder weniger gut sind, weil der Trainer sie von ihren Möglichkeiten überzeugt, wenn sie regelmäßig mit dem Ball üben und da, wo es möglich ist, die Initiative ergreifen, wissen sie, dass sie selber bestimmen, wie weit sie sich in dem, was sie am liebsten tun, weiterentwickeln. Diese kleinen Dialoge, so jung wie möglich zu lernen, über ihre Entwicklung und über das Ziel und den Zweck ihrer Übungen nachzudenken, erhöht zweifellos das Interesse am Üben und die Begeisterung und Hingabe beim Fummeln mit dem Ball. Und sie hat dazu beigetragen, dass diese Gruppe, die hier in einem Viereck einige Bewegungen übt, sich in verhältnismäßig kurzer Zeit so schnell entwickelt hat. Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung sind sehr wichtige Faktoren dieser Methode. Viel wird über Torarmut, Regeländerungen, Spielsysteme und so weiter diskutiert. Keiner fragt sich, weshalb fast alle Spieler am Ball trotz vieler Lösungsmöglichkeiten den Ball immer unpersönlich weiterspielen, meistens zu einem Mitspieler, der sich auch nicht in einer besseren Position befindet. Dass hierdurch 85 von 90 Minuten uninteressant und langweilig sind, ist selbstverständlich. Bei keiner zweiten Sportart ist die Ausbildung so unselbstständig und unpersönlich wie beim Fußball. Um das in Zukunft zu ändern, wird von diesen Kleinen nicht nur da, wo es möglich ist, die Initiative gefordert. Durch die kleinen Dialoge wird auch viel bewusster trainiert und auch schon die Basis für ihre geistige Entwicklung als Fußballer gelegt, weil sie hierdurch schon früh lernen, mit dem Kopf zu arbeiten. Körperliche und geistige Entfaltung sind enorm wichtige Elemente in diesem Programm. In dieser vorletzten Lektion des Basistrainings gibt die Gruppe eine kurze Übersicht der dritten Trainingsform, welche vom Trainer benutzt wird, um neben der Entwicklung der Schusstechnik auch das Ballgefühl und die Ballgeschicklichkeit zu verbessern.
dass in allen möglichen Positionen der 4-Tore konstant und effektiv mit der ganzen Gruppe geübt werden kann, wird auch hier noch einmal deutlich gezeigt. Sicher kann man auch in dieser Formation die Tore an beiden Seiten benutzen. Dadurch wird nicht mit 4, sondern mit 8 Dreiergruppen am laufenden Band geübt. 24 Spieler schießen dann öfter aufs Tor, als es in einigen Monaten bei einem Clubtraining ohne diese Tore der Fall sein würde. Es ist großartig zu sehen, wie diese Knirpse mit dem bereits erworbenen Ballgefühl und durch das vielseitige Üben der Schusstechnik ohne Tore in solch einer kurzen Zeit durch die vielen Wiederholungen ihrer Schusstechnik entwickelt haben. Auch die Tatsache, dass sie bei diesen Übungen von ganzem Herzen intensiv beschäftigt sind und vom Aufhören nichts wissen wollen, erklärt diese schnelle Entwicklung. Je intensiver und bewusster man eine Übung erlebt, umso schneller und besser ist die Entwicklung. Das ist mit der Grund, weshalb diese Gruppe, die hier zeigt, dass man während Torschussübungen auch wettspieleigene Bewegungen üben kann, nach einer schwierigen Anfangsphase solch schnelle Fortschritte gemacht hat. Obwohl der Trainer, der sich diese Methode zu eigen gemacht hat, hiervon überzeugt ist, inspirieren die schnellen Fortschritte der Jugendlichen ihn immer mehr, alle Trainingseinheiten attraktiv und effektiv zu gestalten. Wer nicht vom technisch und kreativen Fußball begeistert ist, kann dies auch nicht auf andere übertragen. Ohne Erfolg am Ball passiert auch in der Psyche nichts. Anstatt mehr Spielfreude, Enthusiasmus und Begeisterung werden diese vitalen Qualitäten allmählich weniger. Durch ständige Ballkontakte üben sie auch ohne Tore ihre Stoßtechnik intensiver und konzentrierter. Nicht nur, weil sie viele Ballkontakte haben, auch das Direktspiel gibt ihnen einen Extra-Reiz. Dieser Reiz wird noch größer, wenn mit 2 Bällen geübt wird. So, wie sie es hier gleich stolz demonstrieren. Bei den vielen Übungen im Doppelpass erleben sie das herrliche Gefühl, an dem Gegner vorbeizugehen. Wie oft wurde in den letzten Jahren wiederholt, Jugend muss Spaß und Freude beim Fußball erleben. Oder unser Fußball von morgen hängt eng mit der Jugendarbeit von heute zusammen. Oder unsere Jugend ist unser wertvollster Besitz. Deshalb muss der Arbeit mit den Jugendlichen alle mögliche Aufmerksamkeit gegeben werden. Wie die Praxis zeigt, sind es alles leere Worte. Denn auch 1991 wird die Jugend größtenteils von zwar gutwilligen, aber technisch und kreativ unqualifizierten Leuten betreut. Die Tatsache, dass kaum ein Club einen Trainer für Technik und Kreativität hat, der mit den Jugendlichen die technischen Fertigkeiten und Tricks der besten Spieler optimal einstudiert und ständig übt, bis diese automatisch beherrscht werden, zeigt dies deutlich. Solange die Verbände nicht einsehen oder nicht einsehen wollen, dass sie zwar Coaches, Konditionstrainer und andere Experten ausbilden, aber keine technisch kreativen Jugendtrainer, werden die mehr als 99%, die nicht mit viel Talent geboren wurden, nie über das Mittelmaß hinauskommen, wie die Praxis das ja auch deutlich zeigt. Wenn jeder Club über einige technisch kreative Trainer verfügt und wenn man die Jugendlichen ab 6 Jahre während der Sommerferien in die Clubs holt, werden sie fast alle nach einigen Wochen des Übens und Spielens Mitglied eines Vereins und die Jugend wird wieder massenhaft Fußball spielen. Denn es ist großartig für jeden, der diese Kleinen, die hier im Dreieck ihre Stoßtechnik üben, die Möglichkeit bekommt, sich in das, was sie am liebsten tun, mit dem Ball auszutoben und zu entfalten. Wodurch sie ohne Zweifel während ihrer Fußballlaufbahn ihren Sport mit doppelt so viel Spielfreude ausüben. Schusstechnik mit und ohne Tore ist eine der 4 Trainingsformen, die vom Trainer beim Basistraining vielseitig geübt wird, um das Ziel so gut und so jung wie möglich zu erreichen. Diese 4. Trainingsform, das Üben der kleinen Spielformen, zeigt, dass das Trainingsziel des Basistrainings realisiert ist. Also Fummeln mit dem Ball, Ballgefühl sowie Ballgeschicklichkeit. Sicherlich kann man von durchschnittlich talentierten Kindern, die vor einem halben Jahr kaum einen Ball berührt haben,
jetzt noch keine exzellenten Fummler erwarten. Dafür bekommen Sie bis zum Ende des Aufbautrainings aber noch genügend Gelegenheit. Weil jeder sein individuelles Lerntempo hat, kann man sich selbstverständlich nicht auf ein bestimmtes Alter festlegen. Wie gesagt, die Weltklasse-Spieler haben sich ohne spezielle Ausbildung oder Training nur dank ihres großen Talentes und ständiges Ergreifen der Initiative schnell zu exzellenten Fummlern entwickelt. Alle anderen müssen erst durch optimale Ballkontakte so viel wie möglich Talent, sprich Ballgefühl und Ballgeschicklichkeit erwerben, bevor sie auch nach und nach mit dem Ball fummeln können. Die Kleinen, die hier 2 gegen 2 spielen, denken nicht daran, den Ball, bevor sie mit ihm etwas versucht haben, weiterzuspielen. Farbloser Fußball, so wie wir das selbst bei Spitzenspielen öfter sehen, muss so früh wie möglich verbannt werden. Der Trainer, der den Jugendlichen so jung und gut wie möglich das Fummeln beibringt, ist überzeugt davon, dass sie sich hierdurch auch später am Ball behaupten und durchsetzen werden. Er erlaubt auch, nicht den Eltern oder anderen Zuschauern den Kindern durch Zurufe zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben, um sie nicht in ihrem natürlichen Spiel und Tatendrang zu behindern. Im Gegenteil, initiativ mit vollem Risiko, Flair und Selbstvertrauen wird immer stimuliert und immer gefördert. Während der vielen kleinen Spielformen können sie sich mit ihrer großen Fantasie und ihrem Vorstellungsvermögen nicht nur technisch und kreativ austoben und entfalten, durch den Erfolg am Ball wächst auch ihr Selbstvertrauen und der Glaube an ihr eigenes Können. Das Ergreifen der Initiative mit dem Ball ohne Furcht vor Fehlern entwickelt Entschlusskraft und Durchsetzungsvermögen. Sie werden psychisch stärker und machen in der Schule schneller Fortschritte, denn wer Selbstvertrauen hat, fühlt sich wohl in seiner Haut und lebt in Harmonie mit sich und seiner Umgebung. Durch den Erfolg am Ball ist es für den Trainer viel leichter, positive Gewohnheiten entwickeln und festigen zu helfen, als später negative abzugewöhnen. Viel wurde die letzten Jahre über die negativen Aspekte der heutigen Jugend geredet und geschrieben, sogar, dass die meisten Talente den Durchbruch nicht schaffen, weil ihnen laut ihrer Trainer und Begleiter die richtige Einstellung fehlt. Die Kinder in diesem Alter haben auf jeden Fall fast nur positive Punkte und eine herrlich positive Einstellung. Diese positiven Qualitäten müssen durch den Erfolg bei etwas, was sie am liebsten tun, richtig gefördert und weiterentwickelt werden. Denn ohne Erfolg passiert auch innerlich nichts. Anstatt durch den Erfolg Enthusiasmus, Spielfreude, Begeisterung, Selbstvertrauen und so weiter zu erhalten und zu fördern, werden bei den Jugendlichen diese wunderbaren Qualitäten immer weniger. Denn sie verschwenden mehr und mehr Zeit mit Fernsehprogrammen und Computerspielen, anstatt sich mit Freunden technisch und kreativ am Ball auszutoben und zu entfalten. Ganz klar, dass die Kleinen überall auf der Welt das Recht auf einen Trainer haben, der mit viel Geduld und Überzeugungskraft diese positiven Qualitäten so früh und so oft wie möglich durch den Erfolg am Ball weiterentwickelt. Zweifellos wird dann in der Zukunft vor allem über die positive Einstellung der Jugend, die den populären Sport ausüben, geredet werden. Wie bei allen großen Talenten ist auch für diese Kleinen der Erfolg beim Fummeln mit dem Ball die Inspirationsquelle, um jeden Tag Fußball zu spielen. Ohne einen idealistischen, technischen, kreativen Trainer hätten sie nie erfahren und erlebt, wie wunderbar Fußballspielen ist, wenn man mit dem Ball fummeln kann. Ganz egal, ob auf dem Platz oder auf der Straße. Auf diesem und dem nächsten Videoband demonstrieren die 9- bis 12-Jährigen in 2x24 Lektionen das Aufbautraining. Das Haupttrainingsziel ist, alle möglichen Fußballtechniken so perfekt wie möglich zu lernen und sich in Parteispielen am Ball zu behaupten und durchzusetzen. In dieser ersten Trainingslektion
geben Sie eine kurze Übersicht der Trainingsformen, die vom Trainer benutzt werden, um das Ziel zu erreichen. Hier üben Sie einige doppelte Bewegungen mit dem Ball, die Sie gebrauchen, wenn der Gegner nach der ersten Bewegung schnell wieder in Balance ist. Mittels einer zweiten Bewegung wird er dann wieder auf den falschen Fuß gesetzt, wonach der Ball in die ursprüngliche Richtung mitgenommen wird. Hier schicken Sie den Gegner, der sich auf der rechten Seite befindet, nachdem Sie den Ball mit der Fußsohle abgestoppt haben, mittels einer zweiten Bewegung in die falsche Richtung. Danach nehmen Sie den Ball mit in die ursprüngliche Richtung. In allen möglichen 1 gegen 1 Situationen, egal ob der Gegner sich nun frontal, seitwärts oder im Rücken befindet, perfektionieren Sie 4 erfolgreiche Bewegungen und einige doppelte Bewegungen. Viele davon haben Sie schon während des Basistrainings geübt und auch schon einige beim Fummeln verwendet. Während des ganzen Aufbautrainings wird die 1 gegen 1 Situation ständig verbessert, bis sich jeder in den vielen und vielseitigen kleinen Spielsituationen am Ball behaupten und durchsetzen kann. Auch die Pass- und Schusstechnik wird während dieses Aufbautrainings bis zur Perfektion vielseitig und effektiv geübt, bis jeder, so wie das die besten Spieler können, den Ball ohne Mühe dorthin bringt, wo er ihn hinhaben möchte. Dies wird hier schon von den Jugendlichen demonstriert. Auch während des Aufbautrainings wird meistens mit 2 Bällen geübt. Dadurch müssen Sie nicht nur so viel wie möglich über den Ball sehen, um die Situation zu erkennen, auch Ihr Kombinationsvermögen wird verbessert. Neben allen Formen der Pass- und Schusstechnik wird vor allem der Heber über einen oder mehrere Gegner geübt. Diese Übungsformen sind sehr dafür geeignet im Wechsel mit mehr intensiven Übungen. Auch während des Aufbautrainings wird Ihr Ballgefühl ständig verbessert. Je mehr Ballgefühl, umso besser werden Sie in dieser wichtigen Technik. So wie diese 9- bis 12-Jährigen, die es hier fast perfekt demonstrieren. Auch während des Aufbautrainings steht eine optimale individuelle Ausbildung im Vordergrund. Hier üben Sie zusammen mit der Passtechnik das Umspielen vom Gegner und das An- und Mitnehmen des Balles mit allen dafür geeigneten Körperteilen. Viele Dutzend dieser Übungsformen werden während dieses Aufbautrainings geübt, um alle Fußballtechniken so perfekt wie möglich zu beherrschen. Wenn man das Basistraining durchlaufen hat, ist diese Altersperiode ideal für die technische Perfektion und es ist unglaublich zu sehen, wie diese 9- bis 12-Jährigen während dieses Aufbautrainings mit ihrer Fantasie und ihrem Vorstellungsvermögen immer mehr spontane und unerwartete Manöver ausführen. Für jeden Fußballliebhaber ist es ein Leckerbissen zu sehen, wie sich diese Jugendlichen von ganzem Herzen austoben und entfalten. Fast nie braucht der Trainer sie zu stimulieren oder anzufeuern. Im Gegenteil, mit immer mehr Enthusiasmus, Begeisterung und Hingabe üben und vor allem spielen sie Fußball. Die ständigen kleinen Erfolgserlebnisse sind dafür die beste Motivation. Nur der Erfolg am Ball geht Hand in Hand mit der Freude, Begeisterung und Hingabe, mit der sie üben und spielen. Während dieses Aufbautrainings fordert der Trainer nicht nur technische Perfektion und sich behaupten und durchsetzen in kleinen Spielsituationen, auch die ganze Persönlichkeitsentwicklung wird während des Aufbautrainings immer mehr stimuliert und gefördert. Bewusstseinsformung und Persönlichkeitsentwicklung sind enorm wichtige Elemente während dieser ganzen Ausbildung zum attraktiven, technischen und kreativen Fußballspieler hin. Die unglaubliche technische und kreative Entwicklung von diesen 9- bis 12-Jährigen hat auch den Trainer begeistert und inspiriert, dieses Programm so attraktiv und effektiv wie möglich immer weiter zu entwickeln. Hier üben 2 Dreiergruppen die 1 gegen 1 Situation, wobei eine Mannschaft den Ballbesitz in der Länge und die andere in der Breite den Gegner zu umspielen versucht. Das Dominieren in den vielseitigen 1 gegen 1 Situationen ist mit großem Abstand die wichtigste und am meisten benutzte Technik, welche ein Fußballspieler braucht, um sich auch auf engem Raum unter Druck und am Ball zu behaupten und eine bessere Möglichkeit zu kreieren. Wer hierzu in der Lage ist, kann überall auf dem Spielfeld die Situation lösen. Nicht nur bei den Jugendlichen, auch bei den Senioren kann die 1 gegen 1 Situation nie genug trainiert werden. Das ist absolut die einzige Möglichkeit, um das viele unpersönliche Zurück- und Querspielen, was leider auch in Topspielen mehr und mehr zu sehen ist, endgültig zu verbannen. In dieser Lektion perfektionieren Sie jedes Mal 4 erfolgreiche Bewegungen, die unentbehrlich sind beim Abschirmen, Freispielen und Mitnehmen des Balles in die entgegengesetzte Richtung,
wenn ein Gegner von der rechten oder linken Seite kommt, den Durchbruch mit dem Ball verhindert. Wenn ein Gegner von der linken Seite kommt, wie es hier der Fall ist, benutzen sie oft das Zurückspielen des Balles mit der Innenseite hinter dem Standbein entlang, wonach er in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen wird. Die zweite Bewegung, die sie hierbei benutzen können, ist das Abstoppen des Balles mit der Fußsohle, wobei der Körper den Ball beim Mitnehmen in die andere Richtung völlig abschirmt. Die dritte der erfolgreichen Bewegungen, wenn ein Gegner von der linken Seite kommt, angreift, ist das Kappen des Balles mit der Außenseite des Fußes, wonach der Ball mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mitgenommen wird. Die vierte Bewegung, die Sie hier gebrauchen können, ist der Übersteiger von außen nach innen mit dem rechten Fuß. Während der Körper den Ball abschirmt, wird er mit der Innenseite des linken Fußes in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen. Das Kappen des Balles mit dem rechten Fuß ist die erste der vier erfolgreichsten Bewegungen, welche Sie benutzen können, wenn ein Gegner von der rechten Seite kommt, den Durchbruch verhindert. Ein Linksfüßler macht dies selbstverständlich mit der Außenseite des Fußes. Das Unerreichbarmachen des Balles mit dem Körper mittels des Abstoppens mit dem linken Fuß ist die zweite Bewegung, die Sie benutzen können, wenn ein Gegner von der rechten Seite kommt. Danach wird der Ball schnell in die andere Richtung mitgenommen. Der Übersteiger mit dem linken Fuß von außen nach innen und das Mitnehmen mit der Innenseite des rechten Fußes ist die dritte erfolgreiche Bewegung, die Sie benutzen können. Das Zurückdrehen des Balles mit der Fußsohle und das Mitnehmen in die andere Richtung ist schließlich die vierte Bewegung, wenn ein Gegner von der rechten Seite kommt, den Durchbruch verhindern will. Dabei ist zu sehen, wie bei allen Bewegungen, dass der Körper den Ball bei der Ausführung der Bewegung und beim schnellen Mitnehmen in die entgegengesetzte Richtung jedes Mal völlig abschirmt. Wenn ein Gegner, der sich auf der linken oder rechten Seite befindet, im Ballbesitz zu kommen versucht, benutzen Sie bei der Richtungsänderung in die entgegengesetzte Richtung auf der einen Seite die Bewegung, die Sie benutzt haben, als der Gegner von links kam, und auf der anderen Seite eine der vier Bewegungen, als der Gegner von rechts kam. Jetzt ändern Sie die Richtung, indem Sie abwechselnd links und rechts über den Ball steigen, wobei auch hier der Ball außer Reichweite des Gegners bleibt. Bei der Anwendung des Abstoppens des Balles mit der Fußsohle kann der Ball sowohl mit demselben als auch mit dem anderen Fuß in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen werden. Wichtig ist, dass der Ball immerzu bei der Ausführung der Bewegung abgeschirmt wird. Hier drehen Sie den Ball mit der Fußsohle zurück in die entgegengesetzte Richtung, wenn der Gegner sich auf der rechten Seite befindet. Wenn der Gegner sich auf der linken Seite befindet, ziehen Sie den Ball mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang zurück. Jetzt haben Sie, wenn der Gegner von der rechten oder von der linken Seite angreift oder den Durchbruch verhindern will, vier Bewegungen zur Verfügung. Diese Bewegungen werden oft und vielseitig wiederholt. Wenn der Gegner bei der Ausführung der ersten Bewegung schnell reagiert, kann er mittels einer schnell ausgeführten zweiten Bewegung ausgespielt werden. Der Gegner, der sich hier auf der rechten Seite befindet, wird, nachdem der Spieler im Ballbesitz den Ball mit der Fußsohle abgestoppt hat, mittels eines Übersteigers von außen nach innen in die andere Richtung geschickt. Die zweite Doppelbewegung, welche Sie benutzen können, ist die folgende. Nach dem Abstoppen des Balles tun Sie, als ob Sie ihn mit der Außenseite des Fußes wieder mit zurücknehmen. Anstattdessen machen Sie einen Schritt hinter den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite des anderen Fußes mit in die ursprüngliche Richtung. Das Abstoppen des Balles und den Gegner mittels eines Übersteigers von innen nach außen in die falsche Richtung schicken, ist die erste der zwei Bewegungen, die Sie benutzen können, wenn der Gegner sich auf der linken Seite befindet. Die zweite Bewegung, die Sie hierbei benutzen können, ist, nachdem Sie den Ball abgestoppt haben, so zu tun, als ob Sie ihn mit der Außenseite des Fußes wieder zurücknehmen. Stattdessen machen Sie einen Schritt hinter den Ball und nehmen ihn dann mit der Außenseite des Fußes in die ursprüngliche Richtung mit.
Auch wenn Sie anstatt in die entgegengesetzte Richtung an den Gegner auf der linken oder rechten Seite vorbeigehen möchten, bekommen Sie 4 Bewegungen präsentiert. Wenn der Gegner, wie es hier geschieht, von der linken Seite angreift, tappen Sie den Ball frei mit der Innenseite des Fußes. Wenn er von der rechten Seite einen Durchbruch verhindert, passiert dies mit der Außenseite des Fußes. Das Kappen des Balles mit der Innen- oder Außenseite des Fußes ist eine der erfolgreichsten Bewegungen, die vor allem benutzt werden kann, wenn der Gegner im hohen Tempo angreift. Wenn der Gegner weniger schnell angreift, weil der Körper den Ball hierbei völlig abschirmt, vor allem das Wegdrehen mit der Innen- oder Außenseite des Fußes benutzen. Danach wird der Ball jedes Mal in die andere Richtung mitgenommen. Wenn der Gegner wie hier von der linken Seite angreift, wird der Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle hinter das Standbein entlang zurückgespielt. Wenn der Gegner von der rechten Seite kommt, wird der Ball schnell mit der Fußsohle unter dem Körper in die andere Richtung gespielt. Die erfolgreiche und attraktive Bewegung, bei der der Ball hinter dem Standbein zurückgespielt wird, kann sowohl langsam als auch im hohen Tempo erfolgreich ausgeführt werden, weil der Körper auch hier den Ball völlig abschirmt. Die zwei letzten Bewegungen, bei denen Sie den Gegner täuschen, auf der linken oder rechten Seite vorbeizugehen, sind, wenn der Gegner von der linken Seite angreift, das Zurückdrehen des Balles mit der Fußsohle und das schnelle Mitnehmen mit der Innenseite desselben Fußes in die andere Richtung, sowie das Zurückziehen mit der Fußsohle und Mitnehmen mit der Innenseite in die andere Richtung, wenn der Gegner von der rechten Seite angreift. Auch beim Täuschungsmanöver am Gegner auf der linken oder rechten Seite vorbeizugehen, haben Sie 2 Doppelbewegungen zur Verfügung, die Sie benutzen können, wenn der Gegner nach der ersten Bewegung zu schnell reagiert. Mit seiner zweiten Bewegung wird der Gegner dann in die falsche Richtung geschickt. Hier holen Sie den Ball mit der Fußsohle zurück, wenn der Gegner auf der linken Seite einen Durchbruch verhindern will. In dem Moment, wo dieser wieder die Balance findet, spielen Sie den Ball mit dem vorderen Teil des Fußes hinter dem Standbein entlang in die ursprüngliche Richtung. In dem Moment, wo der Gegner einen Durchbruch auf der rechten Seite verhindern will, ziehen Sie den Ball mit der Außenseite des Fußes zurück, setzen den Gegner auf den falschen Fuß und nehmen den Ball mit in die ursprüngliche Richtung. Sie üben noch immer dieselbe Doppelbewegung, die Sie auch in Lektion 12b mit einem Gegner direkt seitwärts neben sich benutzt haben und die auch erfolgreich gebraucht werden kann, wenn der Gegner sich im Rücken befindet. Jetzt wird der Ball beim Vorbeigehen auf der rechten Seite mit der Fußsohle vor dem Körper zurückgedreht. Mittels seines Übersteigers von außen nach innen über den Ball wird der Gegner auf den falschen Fuß gestellt und der Ball mit der Außenseite desselben Fußes wieder in die ursprüngliche Richtung mitgenommen. Dieselbe Doppelbewegung kann auch beim Vorbeigehen auf der linken Seite benutzt werden. Bestimmt wird jeder Gegner, ob er sich jetzt frontal, seitwärts oder im Rücken befindet, in die falsche Richtung geschickt. Die Tatsache, dass auch dieses sehr erfolgreiche Täuschungsmanöver selten oder nie auf dem Fußballplatz zu sehen ist, beweist, dass sie nirgendwo zielbewusst geübt wird. Fünf Spieler aus 2 Dreiergruppen bilden einen Kreis, während der 6. Spieler in der Mitte steht. Die 3. Dreiergruppe sucht mit dem Ball am Fuß einen Gegner, der in dem Moment, wo er angreift, mit einer selbstgewählten Bewegung von dem Ball abgeschirmt wird. Danach suchen sie sich einen neuen Gegner. Die 6 Gegner dürfen über 3 Meter in alle Richtungen der Markierungen angreifen. Danach gehen sie zur Ausgangsposition zurück und warten dort auf den nächsten Spieler, der in ihren Kreis kommt.
In Lektion 13b perfektionieren Sie 4 Bewegungen und einige Doppelbewegungen, die Sie benutzen können, wenn Sie frontal auf einen Gegner zugehen, um dann an ihm auf der linken Seite vorbeizugehen. Auch für das Vorbeigehen auf der rechten Seite bekommen Sie 4 Bewegungen und einige Doppelbewegungen präsentiert. Hier tun die Spieler so, als ob sie den Ball mit der Außenseite des linken Fußes mitnehmen. Stattdessen machen sie einen Schritt hinter oder über den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite des rechten Fußes in die andere Richtung mit. Danach gehen sie bei ihrem Gegner auf derselben Seite mittels eines Übersteigers von außen nach innen vorbei und nehmen den Ball mit der Außenseite desselben Fußes mit in die andere Richtung. Auch die 6- bis 9-Jährigen haben diese Übung, vor allem bei den Torschussübungen, schon viele Male probiert. Deshalb wird diese leicht zu erlernende Bewegung in Zukunft öfter auf den Spielfeldern zu sehen sein. Die Spieler machen einen Übersteiger von innen nach außen, über oder um den Ball herum. Aber anstatt ihn mitzunehmen mit der Außenseite des anderen Fußes, was jeder Gegner erwartet, nehmen sie ihn durch eine Bewegung mit der Innenseite des anderen Fußes mit in dieselbe Richtung. Bei der 4. Bewegung, die Sie benutzen beim Vorbeigehen auf der rechten Seite, kappen Sie den Ball mit dem rechten Fuß kurz zurück. Aber anstatt ihn mit der Innenseite des linken Fußes mitzunehmen in dieselbe Richtung, was eigentlich jeder erwartet, nehmen Sie den Ball direkt mit der Innenseite des linken Fußes mit in die andere Richtung. Obwohl diese Bewegungen, Täuschungen und Tricks, mit denen die besten Spieler öfter an einem oder mehreren Gegnern vorbeigehen, die wichtigsten Techniken sind, die auch für die Zuschauer die absoluten Höhepunkte während eines Spiels bilden, ist es merkwürdig, dass man nirgendwo Spieler diese Techniken üben sieht. Die erste der 4 Bewegungen bei dem Vorbeigehen an der linken Seite ist die Schere von innen nach außen, um den Ball, wonach dieser so schnell wie möglich mit der Außenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen wird. Bei der 2. Bewegung, bei der Sie links am Gegner vorbeigehen, kappen Sie den Ball mit der Innenseite des rechten Fußes unter dem Körper zurück und nehmen ihn mit der Innenseite des linken Fußes mit in dieselbe Richtung. Diese Bewegung ist vor allem erfolgreich, wenn der Gegner schnell angreift. Bei der 3. Bewegung, bei der Sie links am Gegner vorbeigehen, tun Sie so, als ob Sie den Ball mit der Außenseite des rechten Fußes mitnehmen. Stattdessen machen Sie einen Schritt hinter oder über den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite des linken Fußes in die andere Richtung mit. Diese Bewegung am Ball ist eine der am leichtesten zu erlernenden Körpertäuschungen. Sie kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite benutzt werden, um einen Gegner auf den falschen Fuß zu setzen. Bei der 4. Bewegung, die Sie beim Vorbeigehen auf der linken Seite gebrauchen können, tun Sie so, als ob Sie den Ball mit dem linken Fuß kappen wollen. Stattdessen nehmen Sie den Ball schnell mit der Innenseite des rechten Fußes in die andere Richtung mit. Die erste der 2 Doppelbewegungen, um am Gegner an der rechten Seite vorbeizugehen, ist der doppelte Schritt hinter dem Ball, wodurch der Gegner 2-mal auf den falschen Fuß gesetzt wird. Wenn der erste Schritt mit dem rechten Fuß begonnen wird, wird der Ball auch mit der Außenseite des rechten Fußes mitgenommen, was die Spieler hier in der Praxis zeigen. Bei der 2. Doppelbewegung wird der Ball mit der Innenseite des Fußes kurz zum Körper gezogen und danach schnell in einer geschmeidigen Bewegung mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mitgenommen. Da Ihr Ballgefühl und Ihre Ballgeschicklichkeit stark entwickelt worden sind, haben Sie in diesem Alter keine Schwierigkeiten, diese Bewegung geschmeidig und schnell auszuführen. Bei der 1. Doppelbewegung beim Linksvorbeigehen an einem Gegner machen die Spieler einen Übersteiger von außen nach innen. Anstatt den Ball danach mitzunehmen mit der Außenseite desselben Fußes, was der Gegner erwartet, stellt er den Fuß auf die andere Seite des Balles und nimmt ihn mit der Außenseite des linken Fußes mit in die andere Richtung. Hier wird der Gegner 2-mal auf den falschen Fuß gesetzt. Die Spieler nehmen den Ball mit der Innenseite des Fußes kurz mit, tun danach so, als ob sie ihn mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mitnehmen, machen eine Schere und nehmen ihn mit der Außenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mit.
In dieser Lektion werden einige Bewegungen geübt, die Sie benutzen können, wenn Sie im Rücken von einem Gegner gedeckt werden. Statt den Ball prallen zu lassen, können die Jugendlichen mittels einiger Körpertäuschung in dieser Situation an ihrem Gegner auf der linken oder rechten Seite vorbeigehen. Nachdem Sie den Ball kurz zur Seite mitgenommen haben, machen Sie mit demselben Fuß einen Übersteiger von außen nach innen über den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite mit in die andere Richtung. Hier täuschen die Spieler vor, sie würden den Ball mit dem äußeren Fuß zurücknehmen. Stattdessen stellen sie den Fuß hinter den Ball und mittels einer schnellen Drehung um die eigene Achse nehmen sie ihn mit der Außenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mit. Während sie sich hier um die eigene Achse drehen, nehmen sie den Ball mittels eines Übersteigers mit der Außenseite desselben Fußes mit in die entgegengesetzte Richtung. Wenn Sie also den Übersteiger mit dem rechten Fuß machen, gehen Sie auch auf der rechten Seite vorbei. Jetzt täuschen Sie vor, Sie würden den Ball mittels Kappen des linken Fußes mitnehmen. Stattdessen nehmen Sie ihn mit der Innenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mit. Das Mitnehmen des Balles mit der Innenseite des Fußes erfordert auch hier eine große Beweglichkeit im Knöchel- und Hüftgelenk. Bei dieser doppelten Bewegung tun Sie so, als ob Sie den Ball mit der Innenseite des linken Fußes mitnehmen. Stattdessen machen Sie einen Übersteiger mit rechts um den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mit. Alles, was in einem Spiel fehlt, wird natürlich nicht oder nicht ausreichend während des Trainings geübt. Das ist auch die Ursache dafür, dass man selten oder nie einen Spieler sieht, der seinen Gegner, der sich im Rücken befindet, mit einer bestimmten Körpertäuschung in die falsche Richtung schickt. Dies ist die letzte offizielle Bewegung, die Ihnen während des Aufbautrainings angeboten wird. Nachdem Sie den Ball kurz mitgenommen haben, kappen Sie ihn mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang zurück in die entgegengesetzte Richtung. Natürlich gibt es mehrere Bewegungen, um einen Gegner, egal in welcher Position er sich befindet, auszuspielen. Durch selbstständiges Üben und Benutzen der selbstgewählten Bewegungen kreieren Sie auch selber Bewegungen, wie Sie es hier und in den nächsten Lektionen öfter zeigen werden. Bei dieser und in den folgenden Übungen werden die wettkampfechten Bewegungen einzeln oder, wie gleich zu sehen, in Verbindung mit anderen technischen Fertigkeiten so oft wiederholt, bis jeder sie effizient und geschmeidig bis zur Perfektion beherrscht. Durch ihr stark entwickeltes Ballgefühl und ihre Geschicklichkeit am Ball geht das jetzt spielend leicht. Während dieses Aufbautrainings demonstrieren sie einige geschmeidige, elegante Bewegungskoordinationen, die durch regelmäßiges, vielseitiges und effektives Üben mit dem Ball auch bei Jugendlichen, die nicht mit viel Talent gesegnet sind, entwickelt wird. Während des Basistrainings wurde so spielend wie möglich geübt. Jetzt wird bewusst bis zur Perfektion trainiert. Während des Basistrainings wurde das Fummeln gefördert, um es so gut wie möglich zu lernen. Jetzt muss jeder ständig die Initiative ergreifen, um die erfolgreichsten, wettkampfechten Bewegungen beim Richtungswechsel, Abschirmen und Freispielen des Balles und um Spielen von Gegnern oft und im richtigen Moment effektiv auszuführen, bis eine Automatisierung erreicht worden ist. Das Automatisieren der für jeden Spieler erfolgreichen wettkampfechten Bewegungen, mit denen er sich in zahllosen 1 gegen 1 Situationen am Ball behauptet und durchsetzt, ist das Haupttrainingsziel während des Aufbautrainings. Zweifellos werden Sie mit Ihrer Fantasie und Ihrem Vorstellungsvermögen mit diesen Wettkampfbewegungen viele spontane und unerwartete Manöver ausführen. Dadurch wird auch in diesem Alter die optimale Grundlage für Ihre kreative Entwicklung gelegt.
In dieser Lektion werden in Vierergruppen die Bewegungen der Passtechnik, des An- und Mitnehmen des Balles und das Umspielen eines Gegners vielseitig und variabel geübt. Der hintere Spieler hebt den Ball auf den vorderen Spieler, der ihn, nachdem er den Ball hat prallen lassen, mit einer selbstgewählten Bewegung freispielt vor einem von der Seite kommenden Gegner. Danach spielt er den Ball zurück zum hinteren Spieler. Durch das Stimulieren und Fördern, die Situation mit eigenen gewählten Bewegungen zu lösen, automatisieren sich nicht nur diese Bewegungen, sie entwickeln auch Kreativität. Nachdem er den Ball an- und mitgenommen hat, geht der hintere Spieler mit selbstgewählten Bewegungen an zwei Gegnern vorbei. Solange Fußball gespielt wird, ist die individuelle Täuschung und der Trick, mit dem man einen oder mehrere Gegner ausspielen kann, das Kennzeichen aller Weltklasse-Spieler. Was würde also logischer sein, als jeden Jugendfußballer in dieser wichtigen Technik auszubilden? Die Tatsache, dass nur einige wenige dazu in der Lage sind, beweist, dass diese Technik nirgendwo zielbewusst geübt wird. Zwei Spieler spielen der Reihe nach den Ball zu hinteren Spielern der anderen Zweiergruppe. Diese täuschen vor, sie würden an ihren Gegnern vorbeigehen. In dem Moment, in dem der Gegner dieses verhindern will, spielen sie mit einer selbstgewählten Bewegung den Ball frei in die andere Richtung. Natürlich wechseln die Spieler auch hier regelmäßig die Positionen. Nachdem eine Zweiergruppe einige Male den Ball mit einer geschmeidigen Bewegung an- und mitgenommen hat, wechseln sie die Position. Es zeigt sich hier deutlich, dass die Handlungs- und Ballschnelligkeit zu fast 100% erhöht worden ist. Sicher ist, dass sie bei allen diesen attraktiven und gezielten Übungen intensiv beschäftigt sind, wodurch ihre technische Entwicklung enorm vorangeht. Das regelmäßige, variable und vielseitige Üben der 1-gegen-1-Situation, egal ob der Gegner sich nun frontal, seitwärts oder im Rücken befindet, ist eine Garantie dafür, dass jeder Spieler sich nach und nach auch in schwierigen Situationen am Ball zu behaupten weiß und dass jeder sich mittels einiger Bewegungen eine bessere Abspielmöglichkeit oder eine Torchance erarbeiten kann. Auch für Spieler in der höchsten Spielklasse sind diese Übungen ideal für die technische Entwicklung. Drei Spieler versuchen der Reihe nach am Gegner in der Mitte, der nicht sein Bestes gibt, vorbeizugehen. Bei Ballverlust wechseln sie die Position. Jetzt versuchen sie, zwei Gegner mit selbstgewählten Bewegungen auf den falschen Fuß zu setzen und an ihm vorbeizugehen. Nur bei Ballverlust, beim mittleren Gegner, wechseln sie die Position. Danach müssen sie so lange an dem Gegner vorbeigehen, bis es zum Ballverlust kommt. Wie jeder Tennisspieler regelmäßig dutzende Male einen bestimmten Schlag übt, so sollen die Jugendlichen während der Ausbildung regelmäßig viele dutzende Male selbstbewusst an einem Gegner vorbeigehen. Nur so bildet man attraktive, angriffsstarke Spieler aus. Für die Zuschauer, die in die Stadien gehen, weil sie wissen, wenn diese Spieler am Ball sind, dann passiert auch was in Richtung Tor des Gegners.
Der Reihe nach ändert ein Spieler jeder Zweiergruppe mittels einer selbstgewählten Bewegung die Richtung, wobei sie den Ball so oft wie möglich für den Gegner unerreichbar machen. Zwei Spieler jeder Vierergruppe kappen mit der Innen- und Außenseite des Fußes den Ball im richtigen Moment dreimal zurück und wechseln ohne Unterbrechung mit ihrem Gegner die Position. Was diese intensiven Übungen betrifft, sollen sie regelmäßig mit weniger intensiven Übungen abgewechselt werden. Nachdem Sie den Ball mit einer wettkampfechten Bewegung freigespielt haben, stoppen Sie den Ball mit der Fußsohle ab, setzen den Gegner mittels eines Übersteigers von außen nach innen auf den falschen Fuß und nehmen ihn in die ursprüngliche Richtung mit. Jetzt üben zwei Spieler eine Bewegung dreimal rechts und die anderen zwei Spieler eine Bewegung dreimal links herum. Selbstverständlich werden diese sehr intensiven Übungen auch regelmäßig mit weniger intensiven Übungen abgewechselt. Hier setzen Sie, nachdem Sie den Ball freigespielt haben, Ihren Gegner mittels eines Schrittes zurück auf den falschen Fuß und nehmen den Ball mit der Außenseite des anderen Fußes mit in die ursprüngliche Richtung. Jetzt schirmen Sie dreimal im richtigen Moment den Ball ab und nehmen ihn mittels eines Übersteigers von außen nach innen mit zur Seite, wobei Sie sich fast um die eigene Achse drehen müssen, damit Sie den Ball mit der Innenseite des anderen Fußes mitnehmen können. Zusammen mit der Perfektionierung der Bewegungen werden auch das An- und Mitnehmen des Balles und die Passtechnik während des Aufbautrainings regelmäßig und zielbewusst geübt. Vor allem die Übung mit zwei Bällen fördert eine bewusste Teilnahme, damit die Übung so gut wie möglich zusammen ausgeführt werden kann. Wie Sie es hier zeigen, können meistens alle Formen der Passtechnik konstant geübt werden, indem die Distanz erhöht und in beiden Richtungen geübt wird. Hier trainieren die Zweiergruppen der Reihe nach die Bewegungen, die benutzt werden, um den Gegner, der sich im Rücken befindet, in die falsche Richtung zu schicken. Ein Spieler jeder Zweiergruppe spielt den Ball mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang in die andere Richtung, wonach sie den Ball abspielen und selber Gegner werden. In derselben Aufstellung täuschen Sie vor, Sie würden den Ball mit dem rechten Fuß mitnehmen. Sie setzen den Fuß aber hinter den Ball und nehmen ihn nach einer schnellen Drehung mit der Außenseite des linken Fußes in die andere Richtung mit. Die drei Spieler wechseln jedes Mal die Position, indem sie den Ball mittels einer selbstgewählten Bewegung in die andere Richtung mitnehmen, wonach sie den Ball zurückspielen und selbst Gegner werden. Auch beim Aufbautraining werden die Übungen regelmäßig mit kleinen Parteispielen abgewechselt. Wie beim Basistraining müssen Sie auch jetzt so viel Initiative wie möglich übernehmen, bis eine Automatisierung der wettkampfechten Bewegungen und Tricks erreicht worden ist. Nur durch das Lösen von zahllosen kleinen Spielsituationen mit vollem Risiko und Selbstvertrauen wird sich der sichere Erfolg, sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen, einstellen.
In dieser Lektion werden in Vierergruppen die Passtechnik, das Prallenlassen des Balles und der Doppelpass weiter perfektioniert. Der hintere Spieler wählt jedes Mal, nachdem er den Ball mit einem Heber über den Gegner zum vorderen Spieler gespielt hat, die seitliche Position, lässt den Ball prallen und geht danach in die Position des Gegners. Alle vier Spieler wechseln so jedes Mal die Position, während der Ball immer direkt gespielt wird. Bei dieser Übung wechseln nur zwei Spieler nach dem Doppelpass die Position. Diese Übungen sind sehr geeignet zwischen zwei sehr intensiven Übungsformen aus Lektion 15a. Nachdem Sie den Ball über den Kopf des Gegners gespielt haben, wählt der Spieler sofort im leeren Eck die Position des Spielers, der den Ball prallen lässt. Auch diese Übung ist sehr zur Abwechslung mit den intensiven Ballübungen aus der vorigen Lektion geeignet. Drei Spieler üben abwechselnd den Lob und den Doppelpass mit einem festen Spieler, der den Ball prallen lässt. Dieser wechselt immerzu die Position. Die 6- bis 9-Jährigen haben dieselbe Übung schon ohne Lob in einem ruhigen Tempo geübt. Hieraus folgt, dass alle Übungen bezüglich Distanz, Handlungsschnelligkeit und Schnelligkeit am Ball variiert werden können. Vier Spieler üben hier den Pass mit der Außenseite des Fußes, wobei die zwei Spieler in der Mitte nach einer perfekten Ausführung jedes Mal die Position wechseln. Selbstverständlich kann auch der Pass mit dem Voll- und Halbspann geübt werden. Zwei Spieler üben den Heber, die zwei anderen das An- und Mitnehmen des Balles mit allen möglichen Körperteilen. Danach spielen sie den Ball zurück zu den Passgebern. In allen Büchern über das Jugendtraining kann man lesen, dass nur das Allerbeste für die Jugendlichen gut genug ist. Die Praxis zeigt leider, dass die Qualitäten des besten Spielers nicht oder kaum geübt werden. Diese Jugendlichen üben ständig die technischen Geschicklichkeiten der besten Spieler, wodurch jeder bewusst und konzentriert übt, um so viel wie möglich an technischen Fertigkeiten der besten Spieler und seiner Vorbilder zu erlernen. Ohne den Ball einmal kontrollieren zu müssen, zeigen sie auch hier, dass jeder, der das Basistraining durchlaufen hat, durch die zahllosen, zielbewussten Wiederholungen jetzt schon eine perfekte Passtechnik und ein ausgezeichnetes Ballgefühl entwickelt hat. Der immer größer werdende Erfolg ist die beste Motivation, damit sie sich immer bewusster am Training beteiligen. Dies erklärt auch zweifellos die schnelle Entwicklung. Sogar die besten Spieler können diese Übungen nicht besser vorführen. Zwei Zweiergruppen wechseln jedes Mal nach einem kurzen und einem langen Doppelpass die Position. Auch die 6- bis 9-Jährigen haben diese Übung während des Basistrainings schon ohne Heber geübt. Dies zeigt, dass der Schwierigkeitsgrad nach und nach erhöht wird, wodurch diese Übungen auch für ältere Spieler sehr gut geeignet sind, um ihre Passtechnik und ihr Ballgefühl weiter zu entwickeln. Jeder Spieler, egal in welchem Alter,
soll zuerst stimuliert und immer wieder gefordert werden, die technischen Fertigkeiten der besten Spieler erst individuell durch optimale Wiederholungen so gut wie möglich zu erlernen und zu beherrschen. In dieser Lektion werden in Fünfergruppen die Bewegungen mit Gegnern, die noch immer mehr Partner als Gegner sind, geübt. Hiermit bekommt jeder die Gelegenheit, im richtigen Moment die Bewegungen mit einem teilweise aktiven Gegner so gut wie möglich zu perfektionieren. Bei der ersten Übung drohen sie abwechselnd auf der linken und rechten Seite am Gegner vorbeizugehen, wobei sie durch eine Bewegung den Ball jedes Mal in die andere Richtung mitnehmen. Bei der Doppelbewegung setzen sie den Gegner, nachdem sie die erste Bewegung ausgeführt haben, auf den falschen Fuß und nehmen den Ball nach der zweiten Bewegung in die ursprüngliche Richtung mit. Die zwei hinteren Spieler jeder Zweiergruppe starten einer nach dem anderen mit dem Ball seitwärts vom Gegner und spielen ihn dann in dem Moment, wo dieser angreift, mit einer selbstgewählten Bewegung in die andere Richtung frei, wobei sie den Ball mit dem Körper völlig abschirmen. Die fünf Spieler wechseln, indem sie den Ball prallen lassen und ihn danach freispielen, jedes Mal die Position. Auch bei dieser Übung wird sowohl nach links als auch nach rechts geübt, wobei die Schnelligkeit und die Distanz nach und nach erhöht wird. Indem sie eine bestimmte Bewegung anwenden, schicken die fünf Spieler abwechselnd den Gegner, der sich im Rücken befindet, in die falsche Richtung, wobei sie immerzu die Position wechseln. Auch bei dieser Übung in einer viereckigen Aufstellung wird der Gegner, der sich im Rücken befindet, mit einer bestimmten Bewegung jedes Mal auf den falschen Fuß gesetzt und der Ball in die andere Richtung mitgenommen. Es ist egal, mit wie vielen Spielern geübt wird, entscheidend ist, dass alle möglichen 1-gegen-1 Situationen so vielseitig und gezielt geübt werden, bis jeder die für ihn erfolgreichsten Bewegungen automatisch anwendet, um in einer bestimmten Situation während seines Spieles ein maximales Resultat zu erreichen. Drei Spieler bilden als Gegner ein Dreieck, während die zwei anderen jedes Mal einen willkürlichen Gegner suchen, um in dem Moment, wo er angreift, den Ball mittels einer bestimmten Bewegung abzuschirmen und mitzunehmen zum nächsten Gegner. Nur durch regelmäßige, vielseitige und gezielte Übung lernen die Jugendlichen mit dem Ball am Fuß über ihren Gegner zu dominieren. Vor allem die kleinen Parteispiele sind hierfür sehr geeignet. Diese 9- und 10-Jährigen zeigen hier beim Spiel 2 gegen 2, bei dem sich auf einer der zwei Seiten ein Spieler ausruht, dass sie sich immer am Ball zu behaupten und durchzusetzen versuchen. Wenn der Trainer dies in 7 oder 8 Jahren, bevor sie zu den Senioren wechseln, auch weiter regelmäßig und effektiv übt und fördert, werden sie in diesen wichtigsten und schwierigsten Qualitäten, in denen nur wenige Spieler glänzen, immer erfolgreich sein.
In Lektion 16b wird in Fünfergruppen wieder die Passtechnik attraktiv und effektiv, vor allem mit Doppelpässen, verbessert. Hier wechseln vier Spieler jedes Mal die Position, indem sie den Doppelpass zweimal ausführen. Die zwei Außenspieler spielen einer nach dem anderen den Ball zum mittleren Spieler, der mittels eines Doppelpasses mit dem Passgeber den Ball zur Ausgangsposition mitnimmt. Auch hier wechseln die fünf Spieler mittels eines Doppelpasses immerzu die Position. In derselben Aufstellung wird der Ball jetzt direkt zum mittleren Spieler gehoben, was weitaus schwieriger ist, als den Ball prallen zu lassen. Trotz der kurzen Distanz bereitet Ihnen das jedoch keine Schwierigkeiten. Die zwei hinteren Spieler jeder Zweiergruppe spielen den Ball, nachdem sie ihn prallen lassen haben, zurück zum Passgeber und wechseln dann die Position. Auch bei dieser Übung sollen die Spieler über den Ball hinwegschauen, damit alles gut verläuft. In einer viereckigen Aufstellung mit einem Spieler in der Mitte spielen die Spieler den Ball, nachdem sie ihn prallen lassen haben, über den mittleren Spieler und bieten sich für den Doppelpass an, wonach sie die Position des mittleren Spielers einnehmen. In derselben Aufstellung wird der Ball jetzt, ohne ihn prallen zu lassen, über den Kopf des mittleren Spielers gehoben, wonach sie sich für den Doppelpass anbieten und die Position des mittleren Spielers einnehmen. In derselben Aufstellung heben sie den Ball über den mittleren Spieler zum Spieler, der ihnen gegenübersteht, und spielen den Ball seitwärts zum nächsten Spieler, der die Übung wiederholt. Mit diesen Übungen wird auch Ihr Kombinationsvermögen, das Wir-Gefühl und die geistige Beweglichkeit verbessert, wobei auch das ständige Direktspielen und die vielen Doppelpässe einen Extrareiz bieten, die Übungen so gut wie möglich auszuführen. Zwei Zweiergruppen wechseln mit Doppelpässen jedes Mal die Position, während der Spieler in der Mitte sich immer für den Doppelpass anbietet. Auch für die Spieler in der höchsten Liga sind dies ausgezeichnete Übungen, damit sie abwechselnd zu den intensiveren Übungen ihrer Passtechnik, vor allem des Direktspiels über den Kopf des Gegners, üben. Die kleinen Erfolge entwickeln nicht nur die Lernfreude und Leistungsbereitschaft, die Spieler freuen sich nun auch schon im Voraus auf das nächste Training. Auch hier wird ohne Mühe der Ball immer direkt gespielt. Durch die kleinen Dialoge mit ihrem Trainer sind sie sich völlig darüber bewusst, dass sie später da, wo es möglich ist, wenn dies Vorteil für die Mannschaft hat, das Spiel schnell machen müssen. Bewusstseinsentwicklung und eine positive Einstellung sind sehr wichtige Elemente in diesem Programm. In dieser Sektion nun wird in Sechsergruppen die 1-gegen-1-Situation vielseitig und gezielt geübt. Hier spielt ein Spieler jeder Dreiergruppe einer nach dem anderen, nachdem sie den Ball prallen lassen,
mit einer selbstgewählten Bewegung frei und danach zur nächsten Dreiergruppe. Alle Übungen werden sowohl links als auch rechts herum geübt, wobei die Perfektionierung und Automatisierung der Bewegungen vergrößert werden. Auch wird sicher, wenn die Distanz anfällt, unbewusst ihre körperliche Fitness immer besser. Ein Spieler jeder Dreiergruppe holt einer nach dem anderen den Ball, wonach sie ihn vor einem von der rechten Seite kommenden Gegner freispielen und den Ball danach zur anderen Seite spielen. Jetzt holen sie den Ball und frei vor einem von der linken Seite kommenden Gegner. Danach spielen sie auch hier den Ball wieder zur anderen Dreiergruppe. Indem die Distanz zwischen den Dreiergruppen erhöht wird, kann auch die Passtechnik mit beiden Füßen geübt werden. Zwei Dreiergruppen wechseln jedes Mal die Position, nachdem sie den Ball einmal zur linken und einmal zur rechten Seite freigespielt haben. Weil niemals Energie und Zeit an irrealen Übungen verschwendet wurde, werden alle ohne Ausnahme während des Aufbautrainings die Handlungsfähigkeit, die Handlungsschnelligkeit, die Geschmeidigkeit, die Eleganz und die Beweglichkeit am Ball immer weiter entwickeln. So wie diese Fertigkeiten, mit denen Sie hier zwei Gegner aussteigen lassen, in vielfältigen Übungen unzählige Male wiederholt werden, müssen Sie auch diese Wettkampfbewegungen in vielen kleinen Spielsituationen immer wieder richtig einzusetzen versuchen. Zwei Zweiergruppen bilden als Gegner ein Viereck. Die andere Zweiergruppe sucht jedes Mal mit dem Ball am Fuß den Gegner auf. In dem Moment, wo der Gegner angreift, machen sie den Ball mittels Bewegungen unerreichbar für ihn und dribbeln zum nächsten Gegner. Durch das regelmäßige und vielseitige Üben und Ergreifen der Initiative haben sie immer weniger Mühe, den Ball im richtigen Moment abzuschirmen und den Gegner auf den falschen Fuß zu stellen. Die Spieler der Mannschaft im Ballbesitz sollen einer nach dem anderen am Gegner in der Mitte vorbeigehen. Es ist schon großartig zu sehen, wie sie mit unerwarteten und kreativen Bewegungen am Gegner vorbeiziehen. Wenn man die individuelle technische und kreative Entwicklung der Jugendlichen nicht stimuliert und fördert, werden sie sich selbstverständlich nie, so wie diese jungen Burschen hier, von ganzem Herzen am Ball austoben und entfalten können. Und sie werden nie erfahren und erleben, wie wunderbar dieser Sport ist, wenn man Schritt für Schritt gelernt hat, Ball und Gegner zu beherrschen. In Lektion 17b werden die Passtechnik, das Kombinationsvermögen und die geistige Beweglichkeit, wie Sie dies auch bei dieser Übung fast perfekt demonstrieren, weiter verbessert.
Trotz der hohen Ballschnelligkeit wird der Ball immer direkt gespielt, was das Interesse und die Hingabe beim Üben garantiert. Während der Passgeber abwechselnd nach links und rechts einen Steilpass gibt, wechseln die fünf Spieler in einer viereckigen Aufstellung mittels der zweifachen Anwendung eines Doppelpasses jedes Mal die Position. Die drei Spieler mit einem Gegner in der Mitte, die ein Viereck bilden, wobei eine Ecke leer bleibt, wechseln mit einem Doppelpass jedes Mal die Position. Dabei spielen die beiden Passgeber einer nach dem anderen den Ball zu dem Spieler, der sich zuvor in der leeren Ecke für den Doppelpass angeboten hat. Viel Zahl und Vielseitigkeit an Übungsformen, um Passtechnik und Ballgefühl zu verbessern, sind unentbehrlich, um abwechslungsreich mit dem Ball zu üben. Die Attraktivität der Übungen garantiert, dass Sie sich schon im Voraus auf das nächste Training freuen. Ohne Zweifel sind diese attraktiven und effektiven Übungen auch für ältere Spieler ideal, weil die Bälle fortwährend direkt gespielt werden. Technisch weniger starke Spieler können hier mit flachen Bällen am laufenden Band üben. In derselben Aufstellung spielen jetzt die Spieler, die den Ball haben prallen lassen, selber den Ball zu den hinteren Spielern. Diese machen einen Doppelpass und spielen danach den Ball auf die Füße des Spielers der anderen Gruppe, der den Ball prallen ließ. Weil bei diesen attraktiven Übungen nur wenig Energie gebraucht wird, können diese ausgezeichnet als Entspannung zwischen zwei intensiven Trainingsübungen geübt werden, damit die Spieler wieder zu Atem kommen. In derselben Aufstellung wird der Schwierigkeitsgrad der Übung nun erhöht, indem der Ball nach dem Doppelpass direkt zu dem hinteren Spieler gespielt wird. Das fordert zweifellos eine hervorragende Passtechnik. Die fünf Spieler, die einen Kreis bilden, mit einem Gegner in der Mitte, müssen immer, nachdem sie den Ball gespielt haben, so schnell wie möglich den Platz des Spielers, den sie angespielt haben und der schon unterwegs ist, einnehmen. Derjenige, der den Ball verliert, wechselt die Position. Auch hier wechseln zwei Dreiergruppen immer die Position, wodurch nie Monotonie und Langeweile aufkommt. Eine Dreiergruppe übt rechts herum in einem Dreieck das Heben des Balles über den Kopf eines ankommenden Gegners, die andere Gruppe übt links herum. Die schnelle Entwicklung dieser Gruppe ist bewundernswert, weil sie nichts von dem, was sie hier zeigen, im Clubtraining gelernt haben. Fast alle Spieler hatten sogar Probleme mit ihren Trainern, weil sie zu oft versuchten, einen Gegner zu umspielen. Trotz des Versuchs, den Trainer zu überzeugen, dass die besten Spieler das auch so gemacht haben und deshalb keine grauen Mäuse, sondern Stars wurden.